Almost Daily heute mit einem ganz besonderen Überraschungsgast. Hey, Digga. Warte, man darf es doch nicht sehen. Also, zeig nur Achtung. Die Haare. Zeig erst die Haare. Zeig nur die Haare. Achtung. Wer kann das sein? Wer kann das sein? Niemand kann es wissen. Wird Al Yankovic? Nein. Eine Brille. Und es ist kein anderer als Michael Neudert. Hat hey. Ihr, ne? Vereinzelter Applaus. Ich eben auch nicht, weil er das Kissen die ganze Zeit gehalten hat. Michael, ich hätte es nicht gedacht. Eingehalten. Was machst du denn hier? Ja, das Geile ist, ich glaube, wir quatschen seit 20 Minuten über wirklich kompletten Bullshit schon die ganze Zeit. Und mir fällt jetzt in dem Moment gerade auf, dass mir noch keiner gesagt hat, was hier gleich passieren wird, sobald die. Genau das, was wir davor gemacht haben. Ja, mach einfach weiter. Okay, okay. Einfach genauso kurz weiter. Antwort, ab jetzt einfach nur die Karriere beendenden Dinge einfach die weglassen. Der Rest genauso. Für dich ist es im Prinzip egal. Ja? Aber für uns wäre es cool, wenn du gut. politisch dich korrekt einigermaßen äußern könntest. Aber ganz kurz vielleicht für alle, die jetzt sich fragen, wer ist dieser wunderschöne Mann? Nicht jeder würde es noch wissen, aber ich möchte es einmal erklären für alle, die es nicht wissen. Michael Neudert ist ein Gigagames-Urgestein und Gründungsmitglied von damals NBC Gigagames. Du hast vollkommen recht, ja. Ja. Und dann Lare Younger, jahrelanger. Oder Lare Younger. Lare Younger Partner von Simon Kretschmer im Konsolenbereich. Das ist Simon Kretschmer. Können wir den ganz kurz einmal gucken? Wir hatten sehr schöne Zeiten im Konsolenbereich. Viele Jahre. Ja. Vor der Kamera und hinter der Kamera. Ja, wir waren ja alle irgendwie auch Freunde. Ja. Und jetzt muss ich mal ganz kurz fragen, weil ich weiß gar nicht mehr. Ich war ja dann irgendwann bei Giga Esports. Habt ihr noch zusammen bei Giga Games moderiert? Ja. Du meinst ja Nielsen noch nicht. Ja. Aber sowas von. Ja, ja. Ich habe zusammen moderiert. Das war, aber das war, da war ich im E-Sports-Bereich und dann warst du im Max-Bereich. Ja. Und ihr habt zusammen Konsole gemacht? War das so? Ich krieg die Konsolation Konsole nicht mehr. Ich war vorher und Max und Felix und AD im PC-Bereich. PC oder Max-Bereich? Nee, war der nicht Max? AD war erst PC. Stimmt. Und dann das Geile ist, diese Tische. Wir setzen immer so massiv viel voraus. Ja. So als wenn 100% aller Leute, das muss man vielleicht alles erklären. Genau wissen, wovon wir sprechen. Also wir haben damals eine Sendung zusammen gemacht, Ende der 90er, Anfang der 2000er bis Mitte der 2000er bis Ende der 2000er. Also Giga Games fing 2000 an. 2000, ja. Ende Giga 2000. Games. Und da gab es halt vier thematische Bereiche, die auch geografisch leicht voneinander getrennt waren mit verschiedenen Tischen. Diese Bereiche hießen halt PC-Bereich, da wurden PC-Spiele vorgestellt, immer in einer Zweier-Konstellation, in den Konsolenbereich, da wurden Konsolenspiele vorgestellt. Das war so die GameCube-Generation so ein bisschen. PS2, GameCube. Also gestartet haben wir, glaube ich, die erste Sendung mit dem Unboxing von der PS2. Ja. Und dann später halt. GameCube. Da waren wir doch noch auf der E3, wo der GameCube revealed wurde. Ja. Das war die E3 mit der besonderen Nintendo-Pressekonferenz, wo keiner genau wusste, was Nintendo ankündigte, und dann wurde der GameCube. Da kam der GameCube angekündigt. War das, mit einem Haltegriff? Jetzt bin ich tatsächlich auch gerade. Nee, das war der GameCube. Wir waren bei beiden E3, es war ja, aber es war, das damals war der, das war der GameCube, ja, das weiß ich. Bei der Wii waren wir auch, da war ich noch ganz genau, dann sind wir irgendwie rausgegangen, was für ein Quatschname, wer nennt denn eine Konsole Wii? Ja. Ja, aber das ging ja voll durch die Decke. Ging voll durch die Decke. Name ist aber trotzdem kacke. Der Name ist nach wie vor. Ist ja auch voll. Ja, danke. Keiner weiß. So, das war schön, dass du hier warst. aber Nils war gerade noch einmal erklären, den Max-Bereich. Ich will es nicht zu lange ziehen, aber dann, genau, wir haben dann dann gab es noch den Max-Bereich, das war im Prinzip so, da wurden viele Modifikationen, Mods, sowas wie Counter-Strike war ja eine Mod oder League of Legends war ja damals eine Warcraft 3 Mod, solche Sachen wurden da zuerst gezeigt. Also und auch noch, so Hardware-Geschichten. Zusätzlich noch Hardware-Geschichten mit meinem Eintreffen weniger Hardware. Der hieß ja erst Help-Bereich, hast du ihn nicht dann umgetauscht? Nee, ich nicht, also Jörg und ich haben uns überlegt, Help ist irgendwie uncool, außerdem waren wir auch keine guten Helper, weil wir keine Ahnung hatten. Das ist total lächerlich, wenn man sich das überlegt, dass du irgendwie, also der wirklich, also der die Begriffe, der am meisten Konsolero, Hilfe braucht. Konsolero, nee, aber halt eigentlich auch schon immer mit der Mutter mich aufgesaugt hat. Du bist irgendwie gekommen und warst aber auch total begeistert, so, ja, ich gehe in den Help-Bereich und finde das auch total toll. Im Nachhinein war total klar, dass du von vornherein immer geplant hattest, den Konsolenbereich zu übernehmen. Nee, ich hatte mich das dafür hast du dann ja auch geschafft irgendwie. Ich hatte mich dafür beworben und dann hieß es, nee, die brauchen aber keinen. Der Help-Bereich braucht jemand. Ich bin aber falsch. Ja, aber jeder war ja falsch. Ich meine, du warst ja auch beim Max-Bereich jetzt nicht unbedingt. Aber bei mir war es auch Dummheit, weil ich saß beim Vorstellungsgespräch und ich kannte die Sendung nicht so gut, wie ihr vielleicht gedacht habt. Und dann sitze ich da beim Chef und hatte da vorher mein Casting und das war total aufregend. Und dann sagt er, sehen Sie sich eher so im Max-Bereich oder im PC-Bereich? Und ich wollte nicht zugeben, dass ich keine Ahnung hatte, wo der Unterschied ist. Und habe ich gesagt, ach, das ist mir eigentlich egal. Weil ich wollte so sehr einfach die Zusage kriegen. Das war wahrscheinlich gut, dass du es gemacht hast, ne? Ja, weiß ich nicht. Aber in dem Moment dann, am Ende war ich halt im Max-Bereich und hatte halt von Hardware und so einfach überhaupt gar keinen Plan. Ja, aber bei mir war es ja so, ich wurde im Vorstellungsgespräch gefragt,
ob ich eher Konsole oder PC. Und eigentlich war meine Herkunft Konsole, weil ich alle Konsolen hatte, alle Konsolenspiele gespielt habe und Quake am PC. Und ich habe halt die letzten, das war ja kurz nach der Schule, so die letzten 2 Jahre hatte ich nur Quake gespielt quasi am PC und habe gesagt, ja, eigentlich bin ich mehr so Konsolen, also da ist mein Wissen, aber ich zock halt in letzter Zeit nur PC wegen Quake. Und das ist alles, was hängen geblieben ist. Und zack, saß ich neben Hannes, dem Ultra-PC-Freak, mit den ganzen Strategiespielen und Installationen und Pipapo und hab dann und ihr dann so im Konsolenbereich, hier ist die PlayStation 2 und ich so, hab da so hingeguckt und hab nur gedacht so. Da war es ja bei mir tatsächlich als Einziger, der genau das gekriegt hat, was er auch wollte. Ja. Ich habe damals beim Casting war, ich glaube, was der Gregor hat das ja, Georg, sorry. Georg, der ja. Georg hat ja damals das Casting gemacht. Das Games-Thema bei Giga am Nachmittag irgendwie gemacht und hat dann das Casting gemacht. Und irgendwie dann bei dem Casting-Interview war ich dann auch und hab mich hingestellt, hatte vorher Tony Hawk's gezockt auf der Playsee. Und natürlich völlig gerockt und habe dann im Interview oder in dem Gespräch habe ich dann gesagt so, ja, und ich bin auch der festen Überzeugung, dass Perfect Dark und GoldenEye systemübergreifend die besten Ego-Shooter sind. Und er so, interessant. Und was mit Counter-Strike? Ich so, ja, nee, Counter-Strike ist auch, das wird sich nicht durchsetzen. Ich habe auch bei meinem Casting komplett gelogen. Ich musste, ich glaube, Star Gladiator hieß es, so ein Prügelspiel auf PlayStation 1 spielen, wovon ich keine Ahnung hatte. Aber das wollte ich natürlich nicht sagen im Casting. Und dann habe ich einfach gelogen, weil ich mir gedacht, wenn ich es nicht kenne, dann kennt es bestimmt ja auch keiner. Und dann habe ich irgendwas erzählt, so, ja, und in höheren Leveln gibt es noch Skilltrees, die kann man upgraden und erweitern. Es gibt keine Skilltrees, die man upgraden kann. Und dann haben die mir danach haben die mir gesagt, die wären so angetan gewesen, was für eine Ahnung ich von dem Spiel gehabt hätte. Wären die richtig beeindruckt gewesen. Was soll man sagen? Fake it till you make it. Absolut. Ja. Ich wäre mal ein bisschen eifersüchtig, neidisch auf den Konsolenbereich, weil das so einfach war bei euch. Ja. Ihr hattet diese Konsole. Und das ist ja wirklich so. Da steht die Konsole, ihr kriegt ein Spiel, stellt es rein. Fertig. Dann spielt ihr es eine Weile, zockt da so rum, ihr habt keine Probleme. Und dann habt ihr einen kleinen Artikel geschrieben, fertig. Und die Themen haben sich von komplett alleine aufgestellt. Ihr musstet ja nicht mal nach irgendwas suchen, sondern es gab halt Releases, die waren da oder die waren nicht da. Bei PC-Bereich war es ein bisschen weniger komfortabel, weil wissen wir alle, klar, musst du mal gucken, musst du auch mal patchen, hast du vielleicht noch irgendwelche Bugs und whatever. Aber Max-Bereich war noch schlimmer, auch weil wir haben dann irgendwann selbst, als wir uns darauf reduziert haben, Spiele-Software zu machen und nicht mehr irgendwie Hardware oder zu tun, als wenn wir irgendwelche IT-Geeks wären und nur noch so Mods gemacht haben, also ganz viel zu Unreal Tournament, ganz viel Battlefield-Mods haben wir damals gemacht, Half-Life-Mods und so weiter. Da musstest du immer gucken, okay, fuck, welche Mod ist rausgekommen? Musstest du durch diese ganzen schrägen Seiten wühlen? Dann gab es irgendeine neue Version, die war aber natürlich komplett buggy. Dann musstest du in die Registry rein, musstest irgendwelche Einträge ändern, bis du den Scheiß zum Laufen gebracht hast. Alter Schwede. Help-Bereich gefragt. Ja, halt echt. Und dann musstest du es ja erst noch mal antesten. Und dann musstest du noch den Artikel dazu schreiben. Das war so viel mehr Arbeit. Eigentlich ist es, also ihr habt so aber allein das Installieren von Spielen hat ja schon ewig gedauert. Der Download. Lass ihn reden. Download, installieren. Ich erinnere mich so an so viele Szenen noch, wo wir im PC-Bereich noch rumkonfiguriert haben, installiert haben, gewartet haben oder wenn Gäste da waren, die ihren komischen Laptop mitgebracht haben und du dann konfiguriert und an, ja, und dann hast du drüben und die haben alle schon gezockt. Diese ganzen Konsolen, weißt du, das war ja auch so, dass sie nicht überall den Einschaltknopf an derselben Stelle hatten. Ja, man muss ja weißt du, bei der Xbox oder sowas, ne, musst du vorne irgendwie beim GameCube. Manche haben sogar zwei Schalter, den an aus, hinten und dann vorne nochmal einen Anschalter. Und allein die Kontrolle, jede Konsole hatte einen eigenen Controller. Ja, und die passen also nicht zueinander. Das ist natürlich nee, Nintendo nicht bei dem und man darf nicht vergessen, dass du nicht, dass wir es nicht versucht hätten. Dass du, Carsten und Simon ja auch alle ein bisschen doof seid und dass das ja auch sehr schwierig war. Alle Consoleros sind ja ein bisschen doof. Deswegen haben sie ja diese super reduzierten Sachen. Sehen aber halt auch einfach unglaublich gut aus. Das ist halt das Ding, die leben einfach. Ne? Die leben von ihrem Aussehen vor allem. Ich wollte was sagen, aber in all dem Geschwafel habe ich es komplett vergessen. Aber es war eine schöne Zeit im Konsolenbereich. Ich war ja ewig, in allen Bereichen so ein bisschen. Das war ja ewig, also es war ja wirklich ewig. Du hast es gerade gesagt. Ja. Also Ende der 90er, nicht egal, aber wie gesagt, pünktlich 2000, so im, ich glaube November 2000 war die erste Sendung. Das ging ja bis 2000, also ich war bis 2006 erst da, war dann ja weg, kam dann wieder, als es in Köln auch war und bin dann ja 2008, glaube ich, irgendwie. Also von 2000 bis 2008 und das war halt, also im Vergleich zu euren 20 Jahren, die ihr jetzt mit 23 Jahren, die ihr mittlerweile auf dem Buckel habt, ne, nix, aber es war halt auch einfach eine ewig lange Zeit. Doch, also welche Sendung, also
8 Jahre ist für eine Fernsehsendung viel, das war Fernsehen. Und im Nachhinein, wenn man jetzt mal guckt, also, ne, also was wir damals mit Giga gemacht haben, war halt auch einfach der geile Scheiß. Also ja, da reden wir ja häufig, da reden wir ständig drüber, dass die ja die Möglichkeiten hatten, so ziemlich in jedem Bereich, in jedem digitalen Bereich ganz nach oben zu kommen, weltweit, wenn man das wirklich gut gemacht hätte. Aber sie haben, glaube ich, all diese Chancen nicht gesehen, aber das ist ja auch so ein bisschen Deutschland, ne, als, sag ich mal, ist jetzt nicht gerade der digitalste Standort, da wurde man ja wahrscheinlich auch nicht gut supportet. Ich meine, als Fernsehsender, der sowas macht, meine ich. Allein sowas wie unser Forum, also das Giga, Giga Games Forum mit Millionen Members oder sowas, ne, um das zu Zeiten, wo es noch kein Facebook gab oder sowas. Nicht nur das. Ich meine, selbst wenn du sagst, okay, die hatten vielleicht nicht die Weitsicht oder die Möglichkeiten, daraus YouTube oder so zu machen, aber du hättest es safe an irgendeinen großen Konzern verkaufen können halt, ne? Anstatt einfach an Sky zu verramschen, die es dann sozusagen schließen. Das muss man sich. Oder dann für, ich glaube, was weiß ich, kenne die Summen nicht, aber ich habe mal gehört, für 500.000 an Ströer oder so verkauft haben. Whatever. Also die Vorstellung, ich meine, es gab ja Livestreams, ja, damals, bevor es YouTube gab, bevor es Twitch gab und so. Also die Community, dieses ganze Interaktive und so, alles, was heute selbstverständlich ist und erfolgreich ist, hatte Giga zu einer Zeit gemacht, wo man ja dafür noch komisch angesehen wurde. Ich war vor kurzem oder vor einem Jahr bei Ströer und Tino, der da gearbeitet hat, führt mich da so rein und dann steht da ohne Scheiß das große grüne G. Da ist es gelandet. Da ist es gelandet. Und ich war genauso, habe ich auch so, was? Da ist es also. Es war wie wenn du so einen alten Freund wieder siehst, weil das Ding natürlich am Eingang stand lange. Die haben auch die ganzen Originaltapes noch und so. Ja, ja, also irgendwo ist ein Archiv, wo die den Shit gelagert haben, wahrscheinlich eingestaubt und für irgendeine Spinnenbibliothekarin bewacht. aber das Lustige war, dass Tino meinte, ja, eigentlich steht das hier nur rum, das will eigentlich keiner, willst du es haben? Und dann hatte ich für einen kurzen Moment, habe ich mir überlegt, wie geil das wäre, wenn ich jetzt so ein LKW miete und das fucking Giga-G hier nach Hamburg hole und hier ihren Garten pflanze. Ich war wirklich hab doch genug gedanklich. Platz hier. Kannst du versteigern. Ja, es gab viele Möglichkeiten, aber alles war mir dazu blöd. Zweck, aber ich hatte kurz die Möglichkeit, ich habe drüber nachgedacht. Wäre es nicht geil gewesen? Ja, jetzt ärgere ich mich. Ja. Aber es ist auch gut, dass es vorbei ist. Immer ganz ja, aber so eine Erinnerung, ich habe zum Beispiel aus dem alten Game Studio immer noch so ein, damals haben wir, oder Gunnar hat das gemacht für uns alle, haben wir aus dem Set so Sachen rausgeschnitten, Formen und so. Und da habe ich immer noch diese Form und finde es voll geil, so einen letzten Teil vom Studio quasi zu haben. Der Jochen hatte ein Stück von seinem Giga Games Tisch, diesem orangenen Giga Games Tisch, genau, sowas, hatte der noch zu Hause selbst stehen. Ausgesägt oder? Ja. Hatte der nicht einen richtigen, so ein das war schon Brett. Das war so, ja, so ein Riesending. Ich glaube, er hat ein Stück abgesägt, weil es zu groß war, aber noch den Original. Aber auf der anderen Seite muss man auch, und also das dürft ihr nicht mehr machen, deswegen mache ich es jetzt, muss man ja auch sagen, das mit Rocket Beans ist ja auch einfach der Hammer. Also ich meine, also stellt euch mal bitte vor, wie geil wir das gefunden hätten, wenn wir irgendwie damals irgendwie schon sowas gehabt hätten mit den Möglichkeiten irgendwie und auch mit dem Output irgendwie. Das ist ja der Hammer. Mit der Selbstbestimmung, ne? Also der das, was voll. Wir damals einfach mal waren. Mal die Leute machen lassen, die auch Ahnung von dem Kram haben und nicht die Leute entscheiden, die einfach nur irgendwie am meisten Geld aus den billigen Arbeitskräften, die sie sich irgendwie von der Straße aufgelesen haben, rauspressen konnten. Ich sag mal, gehaltstechnisch hat sich nicht viel verändert. Okay, das, ja, das tut mir leid. Es hat sich schon auf jeden Fall, also ja, im Gegensatz zu Giga, glaube ich, ist ja, hier allen schon Giga, besser. Ja, so, aber wäre alles eine Verbesserung. Aber das war auch eine Verbesserung. Das war aber auch so eine Zeit, das würde heute bei Giga auch nicht mehr gehen. Wir kriegen das ja auch mit als Arbeitgeber, wir haben es ja versucht. nee, aber jetzt mal Spaß beiseite, wenn ich heute und jetzt als Arbeitgeber sozusagen, hat man ja auch einen ganz anderen Einblick auf Finanzen, Abläufe und so weiter. Und damals ging das auch nur, weil halt, weil es Fernsehen war und dieser das war sowas wie so ein exklusiver Club war, wo man einfach wahrscheinlich sogar gezahlt hätte, um dabei zu sein. Definitiv. Und das geht halt heutzutage nicht mehr, weil heutzutage jeder mit einem YouTube-Kanal mit 300 Abonnenten würde das verdienen, was wir bei Giga verdient haben. Die also Ownership über die Distribution, um das mal auf ein fachliches Niveau zu heben. Ownership of Distribution? Ja. Ja. Ja, das war halt einfach, ne? Der Fernsehsender konnte halt machen, was er wollte, weil das waren die einzigen, die irgendwie ne, den Zugang zu den Fernsehgeräten hatten. Und jetzt ist YouTube. Ja. Exakt, ne? Das ist so eine Demokratisierung von Vertriebskanälen für Content. Das ist aber eigentlich eine schöne Entwicklung, finde ich. Ne, mega. Weil auch exakt, so diese sollte auch nicht POS, ne, diese Place of Sale, da wo dein Buch liegt oder wo deine Zeitschrift ausliegt, entscheidet dann über den Erfolg und nicht der Inhalt. Ja. Das ist eigentlich schade. Ja, also so grundsätzlich ist es natürlich eine absolut fantastische Entwicklung, was die Möglichkeit für jeden Einzelnen angeht,
Und auch was die Content-Vielfalt angeht. Aber natürlich zu der Zeit hast du dann in so Inseln wie Giga alles gebündelt. Ne? Das, da hast du natürlich dann als Firma ganz andere Möglichkeiten gehabt, weil du sagst gerade 1 Million User allein im Forum. Und das war jetzt ja nicht mal irgendwie Lifestyle-Shit. Das war ein Forum, ein ganz trockenes, dröges Forum. Und wenn die damals noch ein bisschen weitsichtiger gewesen wären, als sie ohnehin schon waren, also man muss ja auch mal den Findern Respekt zollen, das ist ja, haben die ja nicht gut ausgedacht. Auf jeden Fall. Deswegen will ich da gar nicht klugscheißen. Aber wenn sie noch ein bisschen am Ende das noch ein bisschen mehr weiterentwickelt hätten, und du siehst ja, was zum Beispiel mit StudiVZ als komplettes Facebook-Rip-Off irgendwie für Zahlen gehabt hat, und wenn die einfach gesagt haben, okay, wir erweitern so peu à peu die Funktion, wir machen mal ein Profil und dann machen wir mal irgendwie Direktnachrichten und dann machen wir mal irgendwie vielleicht so das und das und entwickeln einfach auch technologisch das Forum. Wenn du da jemanden draufgesetzt hättest, so Head of Development für das Forum oder so, dann wärst du ja zwangsläufig irgendwann, wenn du es zu Ende denkst, bei so einer Art Social Media angekommen, was es zu der Zeit ja gar nicht gab. Und mit den Zahlen, die die damals hatten, die wären dann ja unabhängig vom Fernsehprogramm geblieben. Es wäre ja dann irgendwann, wäre dieser Aspekt des Geschäftsmodells immer weiter gewachsen und das Fernsehding wäre dann so noch so ein Nöppel dran gewesen. Es wäre völlig egal, was damit gewesen wäre, weil das hätte sich selbst getragen. Also das ist schon krass, was die da eigentlich für Potenzial hatten. Ja, es ist halt auch, man muss sagen, wenn man, es ist so aus der heutigen Sicht, wenn man zurückblickt, dann verfälscht das auch vieles, weil man immer so denkt, dass vieles, was heute auch an Technologien, einfach auch zum Beispiel an Datenmengen und so weiter selbstverständlich ist, das war damals natürlich was Besonderes. Und da hat, ich weiß nicht, ob man denen das vorwerfen kann, dass die nicht Genies genug waren. Meine ich nicht als Vorwurf. Nee, ich sag nur, ich meine das auch gar nicht jetzt auf dich bezogen, also wir haben ja auch schon oft drüber nachgedacht, wo hätte Giga irgendwas machen sollen, ne? Und wahrscheinlich war so ein bisschen das Problem, dass sie sich nicht getraut haben, noch mehr zu investieren oder zu zögerlich waren oder so. Aber wenn ich mir überlege, damals, ich erinnere mich noch, wir waren mit der Mavica unterwegs, mit diesen Diskettenkamera, um 10 Fotos zu speichern oder so. Du musst ja von damals dann auch diese Transferleistung machen, dass der ganze Content, der im Internet stattfindet, dass das die Zukunft ist. Und das klingt so logisch damals, aber da gab es noch kein iPhone, da gab es noch kein YouTube und da gab es noch kein Twitch. Und du musst dann ja quasi den Sprung, gedanklich den Sprung machen von der Mavica mit den 5 Fotos zu High-Res-Bildern in den nächsten 5 oder 10 Jahren und so weiter. Also ich tue mich da auch manchmal schwer, so, ich bin da so hin und her gerissen, weil aus heutiger Sicht ist es so eindeutig, was man hätte machen müssen. Aber wenn du damals einer der handelnden Personen bist und du hast vielleicht einen Kostenapparat, der sich nicht deckt und du hast vielleicht auch um dich rum nur mit Leuten zu tun, die du ja dann überzeugen musst davon, weil du brauchst ja am Ende brauchst du ja die Geldgeber, die dir das finanzieren, weil Giga hat ja, womit hat denn Giga Geld verdient? Ne? Ging ja nur über Werbung und Klickzahlen so ungefähr. Und die Werbung gerade im Fernsehen war ja sehr gering. Es gab ja auch noch Bannerwerbung und ganz andere Arten von Werbung, die heute gar nicht mehr realistisch sind. Aber gerade die User-Daten wären heute natürlich Gold wert. Aber du hast halt auch, das Problem ist, dass natürlich die Werbewirtschaft, die hängt immer so ein bisschen hinterher. Genau. Und heutzutage ist alles darauf ausgerichtet, dass du eben selbst mit einem kleinen YouTube-Kanal irgendwelche Anzeigen eventuell schalten kannst und da ein bisschen Kohle bekommst. Die ganze Industrie ist darauf ausgelegt, kein Problem. Damals war das Fernsehen und da gab es dann Einschaltquoten, die wurden gemessen. Da war Giga relativ irrelevant, weil eben nicht so viele geguckt haben, beziehungsweise eben die Chance, dass du bei so wenigen Geräten dann jemand dabei ist. Naja, jedenfalls, wenn du aber gesagt hättest, hey, ich habe jetzt hier 1 Million Leute online und wir schalten quasi irgendwelche gezielten Werbespots oder so, Pre-Rolls, whatever, hättest du ja schon viel Geld verdienen können, wenn dementsprechend auch schon die Möglichkeiten gegeben wäre, diese Anzeigen irgendwie einzubuchen. Ich glaube, es gab die Infrastruktur da noch gar nicht. Man muss nur mal, eine letzte Sache, man muss nur mal überlegen, wie viele, teilweise 100.000 damals über Kabel und so dann auch zugeguckt haben, wenn du dir das heute als Twitch-Stream oder so vorstellst, wo solche Zahlen erreicht werden. Klar. Da reichen schon 30, 40, 50.000 und du gehörst ganz oben dazu. Und das ist schon verrückt, dass die, wie gesagt, dass sie halt irgendwie, das hat sich so zerfasert, dann sind irgendwelche Sponsoren abgesprungen, beziehungsweise Anteile wurden verkauft und so, und dann ist das nicht richtig betreut worden, aber es hätte voll was werden können. Ja, ich meine, die Monetarisierung war aber natürlich schon was komplett anderes, ne? Also da hast du ja nicht diese tausender Kontaktsachen gehabt oder sowas, die da funktionieren, sondern hättest halt wirklich dann Kooperationspartner haben müssen oder halt, ne, dass dann Media Buyer irgendwie, ne, deine Werbezeiten irgendwie gekauft haben oder sowas. Aber am Ende, ich glaube, so wie wir hier sitzen, ist es ja auch nicht so, dass wir total irgendwie
runtergegangen wären oder so. Im Prinzip kann man ja froh sein, dass es Giga, nicht so hingekriegt hat, weil dadurch konnten wir ja dann überhaupt erst das so mit Rocket Beans, sage ich mal, in einer gewissen Weise machen. Aber man denkt sich halt schon so, was wäre gewesen, wenn? Was wäre gewesen, wenn? Ja, und man ich meine, wir haben ja bei Rocket Beans auch nicht jeden Trend richtig mitgenommen oder so. Brauchen wir jetzt auch nicht um heißen Brei reden. Deshalb sage ich ja, es ist manchmal gar nicht so leicht, auch wenn man drinne steckt, die Sachen so abzuschätzen. Und jetzt mal aus Moderator-Sicht zum Beispiel, weiß ich selber, wie es damals war, als YouTube anfing. Und wir waren im Fernsehen, im Kabelfernsehen. Ja, und du hast ja erstmal so gedacht, ja gut, YouTube, das ist ja voll der, das klingt jetzt arrogant, aber so hast du halt voll, gedacht, ja. Ne? Hast gedacht, ja, ich bin jetzt hier im Kabelfernsehen. Ist ja noch schlimmer als irgendwie Radio. Die Moderatorin neben mir war gerade zu Gast in der Harald Schmidt Show und jetzt soll ich hier auf YouTube irgendwie was machen. Das war ja für dich eher ein Rückschritt, karrieretechnisch, ja. Und wenn du damals jemanden bei YouTube gefragt hättest, die hätten wahrscheinlich gesagt, boah, ich hätte Bock, irgendwann mal im Fernsehen zu arbeiten. Machen ja auch viele. Ja, also wenn ich mir jetzt hier YTT-Leute angucke oder so, die finden ja Fernsehen auch immer noch interessant. Also Fernsehen hatte natürlich schon immer noch so eine große Strahlkraft. Und aber ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich hätte auch niemals, also man hat das damals gar nicht, ich habe das nicht zu einem Moment in Erwägung gezogen, einen YouTube-Kanal aufzumachen. Ja, auch als Giga dann aus dem Kabelfernsehen raus ist und dann ins digitale Ding da gegangen ist und wir dann nach Köln gezogen sind, wo es ja schon viel kleiner wurde oder so. Selbst da kam mir nicht der Gedanke zu sagen, ey, weißt du was, ich höre hier auf mit Giga, ich mache meinen YouTube-Kanal, ich mache jetzt die Eddie-Nummer da draus. Oder das also ja. An der Stelle, so 2005 war das dann oder so, da waren wir dann ja auch in Hamburg. Da habe ich die ganze Zeit drüber nachgedacht, weil ich da hatte ich ja meine Halo Wars Phase, wo ich halt jetzt jeden Tag habe ich stundenlang Halo Wars gespielt, wie ein Wahnsinniger. Und da dachte ich schon so, Mann, ich habe die immer aufgenommen, die Dinger. Und habe die dann für unseren GameOn.de-Kanal auch kommentiert und so und dachte die ganze Zeit, was müsste man eigentlich halt auf YouTube machen so? Hab's natürlich nicht gemacht, weil du bist ja loyal deinem eigenen Produkt, ne? Und MTV und Viacom hatte ja nichts mit YouTube zu tun, die haben sich ja gebattelt und gleichzeitig hatten wir mit GameOn.de unsere eigene Plattform. Ihr hattet ja Anteile, muss man dazu auch sagen. Entschuldigung? Ihr wartet ja Anteilseigner an der Webseite auch. Ja, ja, genau. Also ich hatte nie die Möglichkeit, wirklich. Es war immer irgendein Grund, warum das dumm war, aber ich will auch nicht sagen, dass ich das gesehen hätte und irgendwie. Aber das wäre ja zum Beispiel was gewesen, was ja perfekt für YouTube gepasst hätte. Genauso exakt. Diese Nummer, ne, so dieses, ne, auf einer täglichen Basis neuen Content. Exakt. Irgendwie, genau. Ich meine, ne hat das wollte MTV ja. Funk hat letztendlich, ne, aber auch wie gesagt, dasselbe gemacht. Also. Das hat ja gerade Ede auch erklärt. Du denkst ja, okay, ja. Ich sitze hier gerade in Verhandlungen mit MTV und dies und das und ja. Wir machen, wir haben gerade unser erstes Jahr durch, wir haben diese Webseite. Da denkst du ja nicht daran, dich selbstständig zu machen und jetzt alle anderen quasi so tschüss und ich mache jetzt mein Ding. Da denkst du halt einfach nicht dran. Ich hätte auch die Zeit gehabt, ne? Ich meine, da war ich ja schon nicht mehr bei Giga. Genau, du hättest auch die Zeit gehabt. Eigentlich auch und dann, also ich könnte jetzt behaupten, dass ich darüber nachgedacht hätte, aber natürlich nee. Null. Und auch, also zum aber Beispiel, das aber auch, mich schon, weil dann auch der ja. Technische Aufwand wäre mir zu groß gewesen. Irgendwie das Capturen und dann irgendwie, ne, weil. Ja, das war auch richtig schwer noch ja, am Anfang. Genau. Das also, darf man nicht vergessen. Hardware-mäßig, genau. Und ich erinnere mich so an ein Video heute. Ja. Nils, du erinnerst dich bestimmt noch, das war, glaube ich, eine der ersten. Ja, oder Late-Nights-Folgen, wo wir dieses Angie-Video gemacht haben. Erinnerst du dich noch, die war so ein Viralstar, die hat irgendwie wegen Tokyo Hotel, hat die, glaube ich, ein Video von sich veröffentlicht, wo sie heult. Und dann haben wir bei Late-Nights damals so eine Videobotschaft an Angie aufgenommen und haben das damals auf meinen damals extra eigens dafür gegründeten YouTube-Kanal hochgeladen. Und das hatte dann irgendwann 200.000 oder so Klicks. Und das ging voll ab. Und selbst damals ist mir nicht gedämmert, irgendwie, krass, dieses YouTube-Ding, das gucken die Leute, oder auch Late Nights, ne? Dass wir diese Clips noch mal rausspielen und auf YouTube hochladen, oder das ist uns nicht gekommen. Stattdessen haben wir bei Giga rumgestritten und gebettelt, ich weiß noch, wie wir die bekniet haben, ob man die Inhalte nicht irgendwie online noch anbieten könnte, falls die Leute die Sendung verpassen oder so. Ja, also, weiß nicht, wie soll man das denn machen? Da müssten wir ja hier Server kaufen und so ein Kram und, also. Ja, also mal ganz, also nochmal, auch nochmal aus meiner Perspektive, ich bin da auch nicht so der findigste Typ gewesen, so. Ich habe auch immer total versunken in meinem Daily Business. Wir haben echt ja auch viel Sendungen gemacht. Irgendwann, Late Nights lief ja zum Beispiel für mich parallel zu Giga Games. Also ich habe jeden Abend Giga Games gemacht und Late Nights war so nebenbei versuchen irgendwie mit einem Drehtag sich selber ausdenken, was wir machen, wo fahren wir hin. So, also ich war relativ ausgefüllt plus Privatleben
und war nicht so umtriebig und habe dann auch bis heute wahrscheinlich nicht die neuesten Trends erschnüffelt und gesagt, okay, da muss ich hingehen. So, da fehlte mir so der Antrieb. Weil der Antrieb war eher so, okay, was machen wir für eine Matz? Wo ist der nächste Gag? So, was kann man in der Sendung für eine dumme Überleitung machen? Oder whatever. So, das hat mich komplett so ausgefüllt. Aber und aus heutiger Sicht ist es auch immer sehr einfach, natürlich, so wie ich es vorhin auch mit Giga gemacht habe, zu sagen, okay, das und das wäre der Weg gewesen. Man muss aber dazu sagen, und das ist das, was du gerade angedeutet hast, Micha, die technische Einfachheit, die man heute hat, YouTube zu bespielen, war damals ganz anders. Wir haben ja auch zu Beginn, als wir dann den Rocket Beans YouTube-Kanal hatten, und den hatten wir ja schon vor Rocket Beans TV, sozusagen, also ja, bevor der Sender sozusagen online ging. Vorher mindestens. Und da war das halt so, du hast irgendein Let's Play aufgenommen und bei einem von 10 safe war ein technischer Defekt. Mehr. Ja, und das hat dich so. Und du hast es, und war in der Mitte und du hast es erst danach gemerkt. So, und dann war weil das vom technischen Setup her, du brauchtest eine Capture-Card, die musstest du irgendwie zwischenschalten und so weiter, da brauchtest du die Kamera. Da war das aber noch nicht so, dass es digital direkt aufgenommen wurde, sondern es wurde nochmal auf eine eigene Karte aufgenommen. Das heißt, du hast dann so zwei, die musstest du dann zusammenführen, noch im Schnitt und so. Und heutzutage machst du es im Idealfall auf Twitch und packst es direkt auf YouTube, du musst nichts machen. Und es war halt damals anders, also musstest wesentlich mehr Arbeit investieren, allein um die Nachbearbeitung dessen, was du eigentlich aufnehmen wolltest, und auf die Vorbereitung musstest du auch noch mehr verwenden. Das heißt, wir waren nicht dumm, wir waren nur faul. Wir waren auch faul, aber das ist gar nicht so der springende Punkt, weil wenn du halt einfach regulär was anderes machst, auch in dem Bereich, und ich sag ja, der Arbeitsaufwand für ein YouTube-Video war viel höher, einfach, als es heute der Fall ist. Ja. Ich würde gerne was, es ist immer so, wir reden natürlich über unseren Kram hier und es wirkt immer sehr selbstreferenziell, aber ich habe wirklich auch das perfekte Beispiel, warum wir auch alle so inkompetent sind und nicht die YouTube-Stars geworden sind. Wir hatten bei Game One irgendwann so ein Video, das heißt Half-Life in 60 Sekunden und das ist dann auf den, das hat unser Grafiker mit mir zusammen natürlich für einen Beitrag gemacht und dann wollte es MTV nicht, kurze Geschichte lang, und dann haben wir es auf YouTube gestellt. Und weil er das irgendwie gemacht hat, wollte er unbedingt, dass es auf seinem Kanal veröffentlicht wird. Und weil wir halt, wir haben es halt einfach gesagt, ja, mach halt. Und er hat es auf seinem Kanal veröffentlicht und es hat 12 Millionen Klicks bis heute. Und ihm wurde sofort der Kanal geklaut. Und irgendein Typ hat dann so eine URL eingeblendet, hier, geldhack.de oder so. Und dann hat aber selbst der Typ irgendwie nach 3 Jahren scheinbar den Account verloren, wie auch immer. Und jetzt, heute ist dann irgendwie gar nichts mehr, aber das Video existiert noch. Und dann denkst du dir, weißt du, und das ist so eine, das wäre so viel Geld wert heute. Das Video, der Kanal, das Ganze drumherum, ne? Und ich weiß noch, dass damals, The Escapist hat sich damals gemeldet, die machen so Kolumnen, so englischsprachige Kolumnen über Games. Und die meinten dann, ey, wir finden es voll geil, wir wollen, dass ihr das weiter für uns macht. Und am Ende haben die uns $200 angeboten für so ein animiertes 1-Minuten-Video, was komplett lächerlich ist. Und nur mal um die Relation, was damals, das hat keinen interessiert. Also das hat voll viel gebracht, so an Klicks, aber niemand kam, es gab keine Werbung, die sich eingeschaltet hat. Man hatte einfach nichts verdient mit dem Ding, bis es uns dann noch geklaut wurde. Und selbst der musste dann eben diese URL einblenden, damit er irgendwie da noch Geld rausholen kann. Bitte. Und das ist halt so, man hatte das damals einfach gar nicht so auf dem Zettel, ne? Dass das so Werte sind eigentlich. War so ein bisschen gelacht, ich find's heute auch noch lustig, aber irgendwie weinendes Auge ist da schon mit dabei, weil so ein Video willst du eigentlich, irgendwann löscht es einer von den Leuten, die noch einen Code oder irgendein Login haben und dann ist das Video weg. Das finde ich voll schlimm. Ja. Aber könnte man im Fall von... Nee, machen die nicht. Du meinst bei Google nachfragen, ne? Nein. Okay, Entschuldigung. Könnte man nicht beweisen, dass Jay und du sozusagen die Urheber sind? Wo beweisen? Also bei Google? Und dann müssten die das runternehmen. Ihr könntet das ja abspeichern und neu hochladen, dass zumindest ab jetzt, ab dann, so meinst du das? Euch das Urheberrecht zu diesem Video gehört. Also ich frage mich das nur, wie das weil anstrengend. Ist zu anstrengend und vor allen Dingen gehört das Urheberrecht ja eigentlich Viacom. Weil die uns ja finanziert haben und wir das quasi auf. Aber das wissen die nicht mehr. Ja, ja, ich werde auch völlig, I don't care. Oh, das ist so eine super, super Geschichte. Ihr geht vors Gericht irgendwie in den USA, in Washington irgendwie. Und dann gewinnt ihr nach 17 Instanzen. Video. Ihr kommt so raus, die Presse ist unten wie bei Michael Jackson versammelt. So, ja, wir haben es endlich geschafft. Und um die Ecke kommt Viacom. In so einer Limo. Komm, geh wieder rein. Die nehmen einfach so die Aktentasche und fallen weg. U-Turn, direkt wieder ins Gericht rein. Und dann wird uns das wieder alles abgenommen. Ja, naja, ja, aber ich denke mir auch so, als wenn ich diese Readmes damals auf YouTube hochgestellt hätte oder so. Ne? Das hätte sich schon getragen oder so. Aber hätte Fahrradkette, es bringt auch nichts immer vergangenen Sachen da so hinterher. Was macht ihr denn jetzt gerade, was in 5 Jahren total toll ist?
ich sehe es auch nicht als hinterher trauern. Also wir machen ja bisschen, aber wir machen auch jetzt coolen Shit. So, es ist nur natürlich, du bist da, man denkt so, man resümiert und man überlegt auch, wo hätte man anders im Baumdiagramm einen anderen Ast gehen können. Geht ja auch nicht, also bei so alles, was wir über Giga sagen, da hätten wir gar nichts von gehabt, muss man mal genau. Also, weil das wir, uns gehörte Giga nicht. Also wenn wir jetzt sagen, okay, vielleicht wo hätte Giga noch hingekommen, ganz, ja, ganz aber kleines Geld. Ich meine, das ist kein hinterher trauern. Hier 500 Mark, nehmen wir. Hätten wir, also 500.000 ist die Ansage gewesen. Hat der Herr Gardet gerade gesagt. Hab ich mal gehört. Hätten wir das gekauft? Wäre jemand gekommen? Hätte gesagt, hier 500.000? Also mal angenommen, es ist ja wie ein Haus. Jeder von uns könnte Kredit aufnehmen und sich Giga kaufen. Das hätte man von gehabt, da hätte man nur die Marke gehabt. Und naja, aber immerhin. Also genau, aber ich meine, ich hätte alle, was ich nicht verstehe übrigens, man macht ja auch so diese ganzen YouTube-Kanäle, die auch richtig gut abgehen, die machen ja auch viel, viel Geld immer noch mit den alten Videos, weil das ja immer noch geklickt wird. Und Giga ist ja so ein riesiges Archiv. Und für viele Leute ist es auch so was Nostalgisches. Ich hätte als erstes mit dieser Marke alles hochgeladen und einen ganzen Kanal. Ich verstehe nicht, warum die das nicht machen, weil sie haben den Shit ja. Und wann, wahrscheinlich, weil jetzt unfassbar viel Arbeit ist, weil der, wie Nils gesagt hat, alles noch auf Apes ist und weiß ich nicht, das zu digitalisieren und so. Und ich weiß auch nicht, erstens gibt es vieles schon im Internet und ob du dann da so viel Klicks mitmachst, dass sich das dann rechnet. Aber die haben dann ja wirklich nur das grüne G gekauft. Und zwar digital und in echt. Und das ist alles. Ne? Die haben die Webseite, giga.de ist, glaube ich, auch immer noch eine gute URL. Hat es nicht T-Online dann irgendwie gekauft oder so? Die haben Giga-TV gemacht, da frage ich mich jedes Mal, wenn ich die Werbung sehe, ob die das gekauft haben. Oder Vodafone. Ja. Frage ich mich immer, ob die das gekauft haben. Oder ja, aber Giga-TV war es ja auch nie. Da hat ja sogar Olli Weiberg damals geschimpft, wenn einer Giga-TV gesagt hat. Das durfte man nicht sagen. Giga. Genauso wie du nicht Gigana sagen durftest, sondern Giga-Friends. Ich weiß noch Giga-Gmäß. Weiß die Regeln. Kennt ihr noch Giga-Gmäß? Giga-Gmäß, der Rechtschreibfehler. Als wir unsere Namen alles geändert haben und eine neue Webseite bekommen haben, da haben dann Pepper und Co., die damals diese Fake-Seiten gebaut haben, damit man sich entscheiden kann, wie heißt der Bereich, Max oder Schmax oder Help. Und da gab es dann noch eins, Giga Gmäß. Und kann sich nicht erinnern, dass das kaputt gelacht hat. Also das war eine Zeit, da hatten wir alle sehr viel Spaß, einfach nur, weil uns keiner beobachtet hat. Da war, wir waren schon zu lange on air, als dass noch jemand wirklich drauf guckt, was wir machen. Und die Leute intern waren noch schon so ein bisschen kaputt. Ich erzähle auch immer gern die Story, wie wir im Intranet die Ordner umbenannt haben, um zu protestieren, weil du konntest ja nichts sagen, aber dann haben wir dann im Intranet haben wir die Ordner einfach genannt, wir wollen mehr Geld. Genial. Oh, und du konntest, ich bin mir bis heute nicht sicher, ob man das als ITler nicht genau nachgucken kann, welche IP diesen Ordner geändert hat. Ja, wahrscheinlich schon. Kommt aus dem Container, PC-Bereich links. Aber musste er ja auch, weil so wurde er dann entschieden, wer mehr Geld bekommt. Ja. Hat nicht ganz gut nach. Ja wissen, okay, aber wer möchte denn jetzt mehr Geld? Ja. Schreib's in die Ordner. Schreib mal deinen Namen dahin. Genau. Wir hätten euch ja mehr Geld gegeben, aber wir wussten ja nicht, wer das war, ne? Ey, weißt du, was bei Giga immer gefehlt hat? Sowas wie eine Katze oder so. So eine typische Container, die Containerkatze. Na, wir hatten die Riesendogge von AD. Das stimmt. Das war quasi ein Pferd. Ich meine das schon ehrlich, so alle Morningshows hatten Tiere, alle so, heute hätte sowas. Das ist nicht ein bisschen pauschal jetzt, Jürgen? Alle Morningshows hatten? Ich weiß nicht, meine. Aber es Mops stimmt schon, so ein TV-Hund. Ja, aber was. Ein Kami-Kätzchen oder sowas. Wir haben jetzt zu der Zeit in dem Container auch. Also wir haben Sendung gemacht, wieder für alle, die Sendung nicht kennen. Das war mitten im Düsseldorf, im schnieken Düsseldorfer Medienhafen. Da sind nur so Gebäude, die jeweils einzeln von irgendeinem Star-Architekten gebaut wurden und so nebeneinander, ohne irgendwie ein Gesamtbild zu ergeben. Einfach jedes Gebäude hat irgendein Prestige. Die Geri-Bauten zum Beispiel. So. Und mitten in diesem Glamour, Glanz und Glamour, war halt wirklich wie das gallische Dorf ein, so ein Aschevier-Eck einfach. Ja. Und auf diesem Geröllvier-Eck stand ein alter Container und innerhalb dieses Containers war das GGM-Studio und aber wir haben zu der Zeit auch dort gelebt. Also wir hatten keine Büros oder so, sondern wir sind da nachmittags rein und waren da 10 Stunden drin und sind wir wieder raus. In einem fensterlosen Raum so. Mit irgendwie keiner Belüftung. Und da fragt man sich natürlich, Maulwurf, okay, der hätte sich da vielleicht wohlgefühlt oder so, aber welches Tier hätte man da. Wir haben uns wohlgefühlt. Also Ratten hatten wir. Wir fanden das geil. Wir hatten Tiefkühlpizza. Wir hatten die Rattenfallen um den Container rum. Stimmt, mit giftigen Köhlern. Und im Winter hatten wir mobile Heizungen. Ich weiß noch, wie ich mir Handschuhe gekauft habe, die keine Finger, also weißt du, wo die so dass die Finger rausgucken, damit ich tippen kann.
aber gleichzeitig nicht friere. Ja. Micha, weißt du noch, wir haben doch auch mal in der Zwischenwand, habe ich doch mal gewohnt als Gag für die Sendung, weil wir haben irgendwas mit dem GBA oder so Bluetooth getestet. Ja, und ich habe in der Zwischenwand, und ich muss immer noch lachen, weil du kamst rein und dann meinst du, oh Simon, hast du eine neue Leiter? Da stand so eine Leiter im Hintergrund. Und ich muss immer wieder lachen, wenn ich das mir zu, weil es ist einfach gut, so eine neue Leiter. Ja, ja, schön, dass du es gemerkt hast. Genau. Ja, ich habe geerbt, ich habe nämlich eine Leiter. Ja. Es waren toll, waren schön. Ich, wie gesagt, wir hatten nichts und zwar verranzt und wir waren nur, wir haben Vitamin D Mankos wahrscheinlich gehabt ohne Ende, aber es war geil. Ich fand die Zeit gut, weil wir waren jung und alles war egal. Ja, ja, das war schon. Wir hatten nichts, aber so das, wir hatten uns, wir hatten, hatten uns, die Magic war war wirklich krass. Und zu der Zeit, als wir unser Volontariat, kann man ja sagen, wir haben, was war festgeschrieben, 1.000 Euro brutto bekommen für 2 Jahre im Fernsehen moderieren und es war aber insofern verkraftbar, weil, die Magic war so krass einfach. Im Fernsehen mit einem Haufen cooler Typen, mit dem man befreundet und ist, Frau. Eine Sendung über Videospiele zu machen. Und in der Nähe liefen noch. Ja. So, dass man einem das egal war. Aber so hinter den Kulissen, da, eigentlich kann man das fast mal verfilmen, jetzt nicht unsere wegen, weil wir coole Typen sind, sondern einfach, weil die Situation so absurd ist, dass man da vor der Kamera sitzt, zack, aber vorab, was da so passiert ist, wir gehen in den Netto oder was da für ein Supermarkt war, holen uns eine oder Dose fahren. Ravioli, die gehen zurück in diesen Container. In dem Container war so eine ganz kleine Kochnische, also es war eher wie so ein Propangastank, also so ein wirklich, jeder, der Camping geht, hat eine bessere Ausstattung. Und dann haben wir uns da diese Ravioli-Dosen heiß gemacht, nicht, weil es das Leckerste war, sondern weil wir keine Kohle hatten. Und dann ja, aus der Grill, wo wir die Pizzen drin gemacht haben, war das nicht so irgendwie, dass du irgendwann mal von zu Hause, von deiner Oma oder sowas, den alten Grill mal mitgebracht hast? Ich glaube, das war so eine Mikrowelle, ja. Pizza gemacht haben und irgendwie ne, ab dem Moment, wo dann, keine Ahnung, da so 5 Zentimeter alte Käsekrustreste drin waren und man da gar nichts mehr drin machen konnte, ohne sich zu vergiften, aber dann wurde irgendwie das wieder rausgeschmissen und irgendeine andere Oma wurde angebettelt, dass man den Grill haben kann. Na, ich meine, wenn die Leute, die nur 1.000 Euro im Monat kriegen, ihre Sachen spenden, dann sind das entsprechende Sachen auch. Ja, ja, also, klar, voll. Also so sah das aus. Ich glaube, ich hatte Wochen, wo ich mich nur von Milchbrötchen ernährt habe. Ja, diese geilen weichen Milchbrötchen. Ja, aus dem Plus. Packung. Aus dem Plus. Exakt. Und, ja, exakt. Ich erinnere mich noch, als das war noch. Ich weiß nicht, ob das noch sogar in der Vorbereitung war, weil du wirst es noch wissen. Wir haben ja, bevor Giga Games live ging, haben wir ja so 2 Wochen im Stream produziert von einer ausgewählten. So 20 oder 30. Wo der Pepper auch mit dabei war. Genau, so 20, 30 Hardcore-Fans, die aus der Mittagssendung sozusagen haben Zugang gekriegt zum Stream und sollten uns Feedback geben. Das war, da sollte man schon so quasi 2 Wochen lang Generalproben von der Sendung machen. Und ich weiß, irgendwann gab es dann diesen Moment, wo Chrissy, die Maske, kam und mit uns shoppen gegangen ist. Und dann haben wir, glaube ich, einen Warengutschein gekriegt von 500 Mark, ja, Klamotten shoppen, weil wir sahen halt, wir waren halt Nerds, wir sahen halt nicht fernsehtauglich, sage ich mal, aus. Wir hatten alle eine Jeans und ein Sweatshirt so ungefähr, als wir da anfingen. Und dann hieß es so, ja, okay, die müssen, da schick mal Chrissy mit, die soll mit den einkaufen gehen. Dann sind wir in H&M gegangen und durften jeder für 500 Mark, glaube ich, war es noch, oder war es schon Euro, ich weiß nicht mehr, und durften einkaufen gehen. Und ich habe mich gefühlt wie Julia Roberts in Pretty Woman. Es war einfach das Crazyste, was mir je passiert ist. Du kannst einfach alles dir einpacken, was du willst. Und das Resultat war damals H&M vor 20 Jahren. Ja, du kannst es gab halt ungefähr 5 verschiedene T-Shirts und Pullis. Und da wir alle 500 Euro hatten, hatten wir alle die gleichen Sachen, sodass wir dann alle im gleichen weinroten H&M-Shirt da saßen. Über Wochen mehr oder weniger in den gleichen Klamottenkonstellation, aber das war noch so diese, was du auch meintest, dass so was Besonderes war, weil das Fernsehen war und so, ne? Die haben uns da so rangeführt, du hattest so das Gefühl, es ist so was Specialist. Also so, du hattest so eine Ehrfurcht vor allem diese Kameras und dann war ja die Mittagssendung noch da und da war dann Miriam Pielhau, die kannte man natürlich, und Kameramänner und diese, so eine gewisse Hektik und Professionalität mit Aufnahmeleitern, die da mit Clipboard rumgelaufen sind. Und bitte, und ruhig, und drei, alles. Zwei, genau, und hinter den Kulissen und in der Regie war es dunkel. Und es war so eine Welt, das ist natürlich noch mal was anderes, als wenn man zu Hause irgendwie sitzt und sein eigener Chef ist und da sein eigenes Ding da irgendwie macht. Du hattest so eine unfassbare Ehrfurcht vor allem, was da passiert ist. Und warst irgendwie auch stolz,
irgendwie Teil davon zu sein. Aber das Schwierigste war, sich das nicht anmerken zu lassen. Nee, das war voll easy, natürlich. Das kenne ich. Passt schon. Ist halt Fernsehen. Kennst du dich nicht aus, oder was? Aber Pretty Woman, finde ich, ist tatsächlich. So war das. Passt echt gut zusammen. Gerade da, diese Geschichten. Und auch Maske oder so, in der Maske sitzen. Und dann, das war ja auch gut. Aber das wurde später auch immer... Quatsch. Entschuldigung, wurde später immer schäbiger. Wisst ihr noch, es war irgendwann die Phase, da kam dann nur noch so eine Kiste, die war auch schon bei Giga Green wohl gewesen, das hat man gemerkt, das war nur noch so das, was keiner wollte. Und da waren dann so 3 super hässliche XXL-Pullis und 5 der hässlichsten blauen Hosen mit irgendwelchen Nieten und Traratum. Also, als ob man sich im Osten einkleiden will. Also, es war also, und du wolltest die nicht, aber du hattest gleichzeitig auch keine Klamotten. Also, und hast du kein Geld für Klamotten. Widerwillig hast du dir dann so einen Pulli genommen, den du irgendwie voll eklig fandest, aber es war umsonst. Ja, später kam irgendwann, das war, glaube ich, da warst du, glaube ich, schon nicht mehr da, das war schon in Köln. Da hatten wir dann so eine freiberufliche Ausstatterin. Und dir ist schon bewusst, dass die gekommen ist, als ich dann als CVD wieder bei Giga angefangen habe. Und ich habe die nämlich zusammen, weil die habe ich halt da quasi mit reingebracht, weil die kam. Ich war dann ja in den anderthalb Jahren dazwischen, habe ich ja für die Loop, das ist so ein Lifestyle-Magazin gewesen, wo wir halt auch Modestrecken gemacht haben. Und sie war halt da quasi auch Outfitterin. Und als dann der Borg, der damalige Programmdirektor, mich angesprochen hat, ob ich nicht Lust hätte, CVD zu werden. Und ich dann gesagt habe, ach, na ja, warum nicht? und dann halt drin, und dann hat, das war, oh Gott, das könnte eine längere Geschichte werden. Aber weil, ich kam ja auch, also ich habe ja dann auch noch moderiert, ich habe ja dann die PlayStation 3-Sendung noch moderiert und kannte dieses ganze Thema mit Klamotten und sowas, kannte ich ja auch noch gut und fand das ja irgendwie auch okay, dass ich dann auch noch mal wieder Klamotten kriegen könnte. Und habe dann sie reingeholt und hatte dann mit dem, wie hieß er denn noch mal? Mit einem von den Moderatoren irgendwie eine mega Diskussion, weil er meinte, ja, ist ja total Budi, Quatsch. Daniel Budimann? Daniel, da klingelt, nein, natürlich nicht. Nee, der später jetzt hier, Mark? Gott. Tim. Colin. Nein. Jörg. Nein, nein, nein. Stefan. Nee. Felix. Rüdiger. Nee. Pass, Daniel Pepper. Daniel. Nee, Leo, auch nicht. One Sock. Lass mich kurz nachdenken. Wie nee, der hat jetzt, okay. Von wem redest du? Der hat jetzt bei YouTube, hat er hier für dieses Koch, diesen beheizbaren Dings. Tim. Tim. Ja. Ey, genau. Tim, hab ich nicht gesagt? Welcher Tim? Tim Feldner. Ach so. Genau. Der hat mich auch gesagt, totaler Quatsch und sowas, ne? Das brauchen wir, gibt uns lieber irgendwie 200 Euro so nebenher, was die kostet, das, ne? Das geben wir dann irgendwie aus und sowas, wo ich eine Riesendiskussion mit ihm hatte. Und dann am Ende tatsächlich, ne, die Regelung war, dass sie quasi immer Klamotten von irgendwelchen Labels besorgt hat. Ihr musstet die anziehen, die mussten irgendwie im Fernsehen mal gezeigt werden und durfte die dann manchmal behalten. Ja, manchmal kam sie dann auch wieder und wollte dann irgendwelche Sachen wiederhaben, wo du denkst so, ja, was willst du denn jetzt mit dieser alten, zerranzten Hose? Ja. Hat nicht immer alles wiederbekommen. Das war ein bisschen wie bei der Bücherei früher so, wenn man das Buch musste mal zu, oh, aber ich weiß auch gar nicht mehr aus, ich habe es auf Klo gelesen, warum willst du es überhaupt wiederhaben? Ja. Vielleicht mal bei der auch die Namen. Bei mir hat sie sich immer ausgeweint, weil sie meinte, Micha, das ist total blöd, wenn ich da hingehe und dann der Maxi, der hat dann irgendwie die Klamotten irgendwie kein einziges Mal angezogen und nur verranzt unter seinem Schreibtisch liegen. Ich meine, das ist auch nicht in Ordnung. Das ist auch nicht in Ordnung. Auch die war aber lieber nett, aber ich habe die Sachen auch immer angezogen, aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass man so ein gar nicht mehr selber sich ausgesucht hat, was man anzieht oder also was so der eigene Modestil ist, sondern man hat ja das genommen, was man bekommen hat. Und ich weiß nicht, wir haben zum Beispiel viel damals von Zimtstern bekommen, total viel Zimtstern-Sachen angehabt. Das Label hätte ich nicht mal gekannt, so, ne? Aber es war einfach so da. Rackware und sowas kenne ich auch noch. Ja. Das war aber nicht auch, das. Das waren diese Klamotten, die Simon meinte, diese komischen Skater- Klamotten mit so, wo du ein T-Shirt hattest, wo das so hier aufgerissen war oder irgendwie so ganz komische Sachen hatten. Ja. Ja. Aber das ist aber schon ein First-World-Problem, was wir hier gerade. Voll. So irgendwie gesponserte Klamotten, also das war. Nee, aber gut, aber wenn du sie nicht willst. Ja. Also, wenn ich gebe dir Klamotten und du musst sie anziehen, weil du nichts anderes hast, dann ist es schon übergriffig. Aber ist das Schlimme nicht? Also, ich meine, ich bin ja nun wirklich schon lange raus, aber ich habe immer noch Klamotten aus der Zeit, die ich tatsächlich. die ich nicht mehr jetzt wirklich. Ja, Respekt, dass sie dir noch passen, das ist leider bei mir, hat sich dazu viel. Eddie, das hätte ich auch jetzt, hätte ich auch nochmal angeschaut. Du bist ein bisschen dick geworden. Ja, aber das ist, also der Mann hat auch viel zu tun. Bin ich lustig, weil du sagst das anderen Leuten auch ständig ins Gesicht, was ich dir dann immer vorhalte. Aber nicht on air. Wann habe ich das denn on air gesagt? Nee, on air nicht.
Und er nicht. Nein. So. Okay, ist das außerdem, ein No-Go? Du sagst das ständig Leuten ins Gesicht. Das halte ich auch komplett. Ja, okay. Okay. das stimmt. Ich war gerade in New York und habe sehr viel gegessen. Das sieht man dir gar nicht an. Ey, was hast du denn gegessen? Gute Sachen? Geiles Fastfood? Teilweise gute Sachen, weil die Grüße an Romina von 2K ist Veganerin und hat dann uns einmal eingeladen in so ein veganes Restaurant, wo ich natürlich, gebe ich ehrlich zu, niemals einen Fuß reingesetzt hätte. aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mir dann da so ein grünes Risotto mit Meeresalgen, was weiß ich, weiß nicht, was ich da bestellt habe. Und das war der leckerste Shit, den ich je in meinem Leben gegessen habe. Es war so fucking lecker. Und die haben sich vegane Köftespieße bestellt. Und die sahen aus wie richtig leckere, saftige Fleischspieße. Und da habe ich dann auch mal probiert. Und ich muss sagen, 8 von 10. Wird besser, ne? 8 von 10. Lustigerweise, also ich bin ja hier auf der OMR im Moment und die machen ja im Moment auch so, ne, dass sie sagen, keine Kuhmilch und alle ne, Kaffeesachen nur mit Oatly. Könnte zufällig auch daran liegen, dass das einer der Hauptsponsoren ist, aber sagen wir mal, die machen das tatsächlich aus Überzeugung. Und da gab es aber auch so dieses, ich komme wieder nicht auf den Namen, auf jeden Fall also so ein israelisches Startup, glaube ich, die so 3D-Druckmäßig dann tatsächlich so Rinderfilet-Sachen irgendwie machen, die dann ja, ne? sehr ähnlich die schmecken. Die 3D-drucken Essen. Ja. Twist, das Material ist echtes Fleisch. Aber es wäre lustig, wenn du sagst, Essen aus dem 3D-Drucker und aber das Grundmaterial. Aber da muss ich jetzt mal ganz kurz fragen, aber ist ja wie schon kannst du denn Essen drucken? Naja, also am Ende ist die Paste, die da rauskommt, ist halt schon aus irgendwelchen Stammzellen gezüchtet. Also ne, im Kern ist das schon aber war nie in einem Tier drin. Sachen, genau. Und dann, was sie halt machen, ist am Ende, dass die so verschiedene Dinger kombinieren, wo das eine dann das Fleisch sein soll und das andere ist dann so ein bisschen das Fett und das dann so in Lagen so machen, dass es dann halt am Ende, wenn es gebraten wird, die Konsistenz und halt einfach die Textur von Fleisch. Ja, das ist aber ja. Und das ist ja in dem Moment, wenn du das so druckst, kriegst du halt auch diese Farbe. Diese Fasergeschichte kriegst du dann halt da irgendwie besser dargestellt mit. Und dann schmeckt das halt. Ich kann mir vorstellen, dass mir werde ich lange zu lang, deswegen bin ich dann nebenan in den Bowl. In den Burger King. Aber da gab es tatsächlich, und das fand ich echt auch überraschend gut, da gab es dann Plant-Based hier Chicken-Zeug und das schmeckt wie wirklich so, ja. So Innenfilet von also Chicken kriegen sie echt gut hin, Miller. Ja. Also bei dem Fleisch habe ich voll Bock, irgendwann so wie so eine Mikrowelle, so einen kleinen Kasten, wo das dann so über wahrscheinlich Stunden gedruckt wird, aber. Du weißt halt, okay, da muss kein Tier für sterben. Das fände ich eigentlich ganz cool, wenn wir das irgendwann mal erreichen. Definitiv. Also das dauert echt nicht. Da sind so viele Firmen dran. Dieses Beyond Meat und Bedarf ist ja auch da. Also das, je jünger die Leute werden, ich merke es jetzt an meinem Sohn, der ist Vegetarier, Hardcore, aber nicht, weil ihm das irgendwie vorgekaut wurde, sondern weil der das Konzept irgendwann, in dem Moment, wo der, ich weiß es genau, in dem Moment, wo der gecheckt hat, er isst Tiere, das war für den so, what? Ich esse Tiere? Seitdem Hardcore-Vegetarier. Ist da Fleisch drin? Und wenn ich mal Fleisch esse, der kann das gar nicht sehen. Und ich glaube, dass das viel so, dieses Bewusstsein, wir verdrängen das ja. Also man, ja, wir essen, wir haben Bock auf Fleisch, das ist irgendwie so eine Verdrängung, aber wenn man sich mal anschaut, wie das produziert wird und was man da eigentlich isst und dass du irgendwie, ich war neulich mal an der Fleischtheke, ich esse nicht mehr so viel Fleisch wie früher, aber ich esse gerne Fleisch. Dann war ich an der Fleischtheke und hole mir dann irgendwie so schön mariniertes Fleisch und dann pack die das ab und dann gucke ich auf den Preis und dann steht da irgendwie 23 Cent oder also übertrieben, aber einfach so absurd wenig Geld, dass ich richtig dachte, ey, das kann ich nicht kaufen. Es kann nicht sein, dass ein Produkt vom Tier so günstig ist. Und ich glaube auch, dass, nochmal ganz kurz zurück zu deiner Geschichte, weil das so lecker war bei dem veganen Restaurant, vielleicht ist auch der Druck, dass vegane Restaurants sich mehr Mühe geben, was Leckeres zu kredenzen, höher als bei Fleisch, also herkömmlichen Restaurants, weil die einfach, die gehen nach hier, zack, hier in die Pfanne, zack. Aber diese veganen Restaurants, damit auch Leute wie du reingehen, die müssen sich richtig Mühe geben. Die erfinden richtig so neue Köstlichkeiten. So weit ist es schon, Leute wie du. Ja, du, die Flasche. Ich bin die ganze Zeit nur noch gebasht hier. Ja. Ich möchte eigentlich nicht so gerne über dieses Thema reden. Ja, aber ich glaube, die Frage ist zum Beispiel bei dir auch, muss es wirklich aus einem Tier sein oder würdest du einen 3D-Druck mit tierischen... Mir ist das völlig egal. Also ehrlich gesagt, mir ist quasi eigentlich egal, wo ich bin herkommt, ja, mir geht es ja nicht darum, dass ich unbedingt darauf bestehe, dass ein Tier unter Qualen sterben muss, damit es mir schmeckt. Ja. Ich will einfach was essen, was mir schmeckt und ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn das vegan ist und geil schmeckt. Dann esse ich's. Also darum geht's mit den meisten Leuten. Das Problem ist einfach, dass ich halt ganz, also weil meine Frau mehr oder weniger sich mittlerweile vegetarisch, also zu 80-90% ernährt, haben wir im Kühlschrank sehr viele vegetarische oder vegane Produkte und da kann ich echt
das sind wenige, die mir wirklich lecker schmecken. Es gibt welche und dann esse ich die auch gerne. Und ich bin da eigentlich open-minded. Wenn mir einer sagt, hier die Frikadelle, isst die mal und die schmeckt mir und mir der danach sagt, das ist nicht vom Tier, dann sage ich, ja, super. Ne? Also ich bin da nicht dogmatisch und es muss vom Tier sein, sonst esse ich es nicht, sondern ich will einfach nur, dass es schmeckt. Ich sag nur auch, ganz ehrlich, wenn es eine 7 von 10 ist gegenüber einem Steak, was 10 von 10 ist, will ich lieber das 10 von 10 Fleisch, weil ich das halt einfach geschmacklich geiler finde. Und jetzt sage ich was, wofür ich natürlich hier wieder einen Shitstorm kriege. Mir, aber ich heb mal kurz die Hand, das ist der Cutter. Ja. Wenn, also jetzt der Moment. Cut. Hier bist du gebraucht. Triggerwarnung. Aufmerksamkeit. Wie formuliere ich das jetzt? Ich will natürlich nicht, dass Tiere leiden oder unnötig leiden. Aber also so ein Schwein oder so eine Kuh, es wäre auch gelogen, wenn ich jetzt sage, dass mir die besonders wichtig sind. Hast du nicht meine GIFs gesehen, die ich dir geschickt habe? Happy Cow GIFs? Wie die sich freuen? Der hat das nämlich schon mal gesagt. Seitdem schicke ich ihm aber glückliche Kühe. Ja, wie gesagt, für mich gehört es dazu, Tiere ernähren sich von Tieren. Ich sehe mich auch in einer gewissen Weise als Tier. Ja, ich weiß, die haben auch nicht die alternativen Möglichkeiten wie wir. Aber mir schmeckt das sehr lecker. Für mich sind Tiere auch ein Stück weit unser Nahrungsmittel. Ich kann das nicht anders. Ich sehe das halt so. Ich will nicht, ja, aber weißt du, du kannst es ja so sehen. Ich finde, es gibt immer noch eine Unterscheidung. Ich will aber ganz kurz, ich bin nicht für Massentierhaltung, wenn ich sehe, wie Schweine in so kleinen Eisenkäfigen festgehalten werden oder so. Aber ich habe, also wenn man jetzt ein Schwein tötet und es isst, ich weine mich jetzt auch nicht in Schlaf, weil dieses Schwein nicht mehr lebt. Das wäre einfach gelogen, wenn ich das sagen würde. Das wäre auch inkonsequent, wenn ich das tolerieren würde und trotzdem Fleisch essen würde. Das ist ja auch in Ordnung. Das ist halt, es gibt schon noch einen Unterschied, finde ich, wie das Tier gelebt hat und wie das Tier behandelt wurde. Und wenn du eben, Fleisch ist ein Industrieprodukt und die Tiere werden wie ein Industriegut hergestellt und auch genauso getötet. Und ich glaube, dass wir ganz viel verdrängen, was wir eigentlich mit diesen Tieren machen. Und wenn du da aber sagst, ey, pass auf, das ist irgendwie ein artgerechtes Leben, was die haben, und dann kannst du sagen, viel immer noch vielleicht, ja, es ist trotzdem noch ein Tier und wird trotzdem noch getötet und gegessen und da hat es keinen Bock drauf. So, aber es ist immer noch was anderes, wenn du sagst, okay, das ist jetzt irgendwie ein Rind, das hat Freilauf auf der Weide, hat andere Rinder, mit denen es sich anfreunden kann und hat irgendwie eine gute Zeit, bis es keine Zeit mehr hat. Das ist ein Unterschied, als wenn du anguckst, wie diese Schweine. Ja. Sind wir halt ganz schnell in so einer Doppelmoral-Diskussion, weil ich dann, ich weiß, dann heißt es wieder Whataboutism oder irgendeins von diesen fancy Wörtern, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wo wir, die wir privilegiert hier aufgewachsen sind, wir kümmern uns auch nicht darum, über irgendwelche Kinder, die in irgendwelchen Minen dafür schürfen, dass wir unsere Handys benutzen können oder unsere Schuhe zusammennähen oder unsere Pullis oder was auch immer für Privilegien haben und mehr oder weniger generell davon, da geht's uns gut, weil irgendwo an einer anderen Stelle auf diesem Planeten irgendjemand ausgebeutet wird oder es schlecht hat oder so. Und ich finde es vollkommen okay. Das soll nicht heißen, ja, dann ist ja auch scheißegal, dann mache ich gar nichts mehr Positives. Weil jeder soll natürlich so positiv und gewissenhaft leben, wie er das möchte. Was ich nicht mag, ist dieses dogmatische, fast schon religiöse, mit dem Finger auf andere zeigen, du machst aber das und dir ist das egal. Weil das sorgt bei mir für so einen Reflex, dass ich dann sage, okay, dann kommen wir in so einen Wettbewerb, in so einen Vergleichswettbewerb, wo wir dann mal genau gucken, wie ist dein CO2-Abdruck, wo kommen deine Schuhe her, wie viel technische Geräte benutzt du und wo hast du die gekauft und kümmerst du dich um den Einzelhandel oder bestellst du noch bei Amazon oder welchen Milliardär unterstützt du mit deiner Reise, wo fliegst du hin? Und das nimmt so Ausmaße an, die ich nicht mehr gesund finde und die auch meiner Meinung nach nicht zielführend sind. Und deshalb mag ich diese Diskussion nicht darüber. Ich habe gar kein Problem damit, wenn jemand sagt, ich kaufe nur noch gebrauchte Klamotten, ich nehme meine Schuhe selber oder ich esse nur noch Sachen, wo kein auf der gesamten Herstellungskette niemand zu Schaden kommt. Respekt, wenn du das so gewissenhaft und moralisch einwandfrei dein Leben hinkriegst. Mir gelingt es nicht. Und ich bin mir sehr bewusst, dass ich auch davon profitiere, dass irgendwo auf diesem Planeten Tiere, Menschen,
Länder oder andere Völker nicht diese Privilegien haben und ausgenutzt werden. Aber das ist Und das ist natürlich aber eine Diskussion, die du nur verlieren kannst, weil derjenige, der es in irgendeinem Punkt besser macht als du, kann sich moralisch immer über dich stellen und sagen, ich mach's aber besser. Meiner Meinung nach auch tatsächlich so die große gesellschaftliche Herausforderung, von der wir im Moment auch ja einfach mal eine Lösung finden müssen, dass halt einfach, dass es total gut ist, dass wir über all die Dinge reden, aber ne, dass es einfach so overwhelming auch ist, dass man ja überhaupt nicht mehr weiß, wo fange ich an, wo höre ich auf. Jetzt ja. Hier heute, also ne, ich habe ja gerade gesagt, ich bin auf der OMR, diese Online-Marketing-Messe hier in Hamburg. Da hat aber auf der Hauptbühne hat dann die Luisa Neubauer heute von Fridays for Future. Ja, ich weiß, wer das ist. Sorry. Ich wollte dir nicht unterstellen, dass ich nicht weiß. Aber auf jeden Fall ne, hat die dann halt auch so mal was gemünzt auf die Zielgruppe, die an dem auf dieser Messe halt dann vor Ort ist. Und dann halt auch so, also ihr müsst euch mal Gedanken darüber machen, was, was macht ihr mit eurer Arbeitszeit? Da ging's, und das fand ich irgendwie ganz spannend, weil natürlich, dann denkt man immer so, ja, die kommt dann und sagt dann, man soll nicht mehr fliegen und man soll irgendwie gucken, dass man kein Fleisch mehr isst und so. Und dann fand ich, hat die eigentlich einen ganz guten Twist gehabt und hat gesagt so, ja, findet sie auch gut und natürlich ne, ist sie auch eher dafür, dass man jetzt nicht mehr fliegt und dass man kein Fleisch isst. Aber am Ende soll man überlegen, was macht man denn am meisten? Und ne, dann bist du ganz schnell, okay, wofür arbeitest du denn? Weil das ist das, wo du am meisten Zeit verbringst und wo du am meisten auch von deinen Möglichkeiten irgendwie einbringst, von deiner Kreativität und so weiter und so weiter. Und das ist dann eher, dass man eher überlegt, okay, will ich denn zum Beispiel bei einer Firma arbeiten, die jetzt nur noch Greenwashing macht? Und gerade so diese Marketingmenschen ne, sind jetzt ja auch nicht zu Unrecht durchaus bekannt dafür, dass sie nicht moralisch immer so super außer unsere nicht um Dinge kümmern. Und dann halt einfach so sagen, ne, dann flieg nach Bali, aber überleg dir, ob du vielleicht ne, mal deine Arbeitskraft irgendwo einbringst und deine Kreativität irgendwo einbringst, wo es dann halt wirklich bei diesem akuten Problem des Klimawandels einen Fortschritt bringt in die richtige Richtung und verschwende deine Arbeitskraft und dein Potenzial nicht dafür, irgendwie so Greenwashing-Kampagnen irgendwie aufzusetzen, was halt einfach ein großes Problem ist. Ist ja auch gut, weil die kennen sich mit Marketing aus, Aktionisten kennen sich damit halt aus, Aktivisten meine ich, und insofern kann man die Leute halt auch unterstützen, indem man ihnen hilft, ihre Message klarer und vielleicht auch ein bisschen sinniger an die Leute zu bringen, die sie eigentlich erreichen wollen. Weil du willst ja eigentlich die Leute erreichen, die du bisher nicht erreicht hast. Die Leute, die nicht schon sagen, ja, ihr macht's genau richtig. Du willst ja eigentlich die Leute erreichen und überzeugen, die sagen, Klimakleber sind alle furchtbar und dies und das ist alles furchtbar. Und ne? Also, eine Sache, die ich gerne sagen will, ich will das die ganze Zeit schon sagen, es gibt dann halt immer nur dieses Ja-Nein an-aus-Schwarz-Weiß-Ding, eben diese Polarisierung. Aber gerade bei dem Fleisch, finde ich, sieht man ganz gut, dass es halt auch so einen Mittelweg gibt. Weil auch da gibt's ja diese Haltungsformen. Hm. Was ich übrigens furchtbar finde, weil ich mich direkt am Anfang verkauft habe, weil eine 1 ist das Schlechteste. Und die 5 ist das Beste. Und wenn du da nicht drauf achtest, hast du nicht gewundert, dass das so günstig war, das 1er Fleisch? Ich gucke ja auch nicht auf den Preis. Ich gucke nach dem, was ich bin, da wie Ede. Ich gucke danach, was finde ich denn jetzt geil? Was will von mir gegessen werden? Aber das ist was ja schon, ich mir in der Soße. Aber das ist zum Beispiel bei diesen ganzen Diskussionen auch so eine Sache, die immer hinten runterkippt, ist, dass wir aus unserer fast schon privilegierten Position. Du kannst es dir erlauben, zum Beispiel nicht auf den Preis zu achten. Jetzt, wo ich in den USA war, in New York, ich habe Dimensionen von Armut gesehen, die wir hier in Deutschland teilweise so gar nicht kennen oder die vielleicht von uns ein bisschen verborgener sind, als sie dir so ins Gesicht springen in Amerika. Menschen, die da auf der Straße leben und wie viele? Das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen, die teilweise auch schon so lange da verwahrlost auf den Straßen leben, dass sie verrückt werden, einfach über Zeit, ja. Und auch Menschen mit Berufen, die nicht diesen Lebensstil ermöglichen, weil zum Beispiel diese ganzen Bioprodukte oder so, die sind auch teilweise sauteuer, ja, dieses, nicht jeder kann sich eben Stufe 5 Fleisch leisten oder die Hafermilch von Oatly oder sowas. Ist klar. Und ich will damit nur sagen, das geht jetzt gar nicht in deine Richtung, so generell in dieser Diskussion, auch wenn es so heißt, ja, flieg mal nicht mehr, fahr mal nicht mehr Auto oder so weiter. Es gibt einfach in diesem Land
tausende, Millionen Menschen, die darauf angewiesen sind, mit ihrem Auto von A nach B zu kommen oder weiß ich nicht was zu machen, um ihre Familien zu ernähren und so weiter. Und es ist immer leicht, so auf so einer OMR-Messe, wo nur die Hotshots, die coolen Leute sind in den Medienbranchen mit ihrem 6-Euro-Latte-Macchiato und ihrem MacBook und so weiter und darüber judgen, wie der Rest der Welt irgendwie doch mal ein bisschen am Klimawandel schrauben könnte. Und dann gehe ich nach Amerika, wo einfach jeder ein 8 Meter großes Auto fährt und du gehst auf diese Highways und sie sind voll bis oben hin mit Trucks und so weiter und ich denke mir nur so, Alter, wir sitzen hier und trinken aus Pappstrohhalm und in Amerika mach mal Klimakleben auf der Autobahn von New York, du hast einfach einen Bürgerkrieg. Ich will damit nicht sagen, dass das alles Quatsch ist, nur es ist auch viel Idealismus, der damit schwingt. Und mir fehlt manchmal so ein bisschen der Realismus, wie du es gerade sagst, wie kriegt man die Leute dazu, eben nicht gegeneinander zu sein, nicht zu spalten, nicht zu polarisieren, sondern wie kriegst du Leute auf die Agenda, die vielleicht eher kritisch sind? So Leute wie mich, die vielleicht eher sagen, ja, okay, ich mag aber mein Fleisch. Wie kriegst du die dazu? Ja. Das kriegst du halt nicht mit. Du bist schlecht und du bist böse. Und das sorgt eher für weitere Spaltung und wird nicht dazu führen, dass wir die Ziele erreichen, die wir eigentlich erreichen. Aber genau das passiert ja eigentlich im Moment. Was du vorhin gemeint hast mit diesem Dogmatismus, der dich da irgendwie auch abfuckt und auch völlig nachvollziehbar. Also ne, dieses Aktivistische, wenn Menschen sagen, du darfst das nicht mehr, du darfst das nicht mehr. Also dieses Verbieten, diese Verbietmentalität ist halt eigentlich das Falsche. Damit kriegst du die Leute, so wie du gerade gesagt hast, kriegst du die halt nicht. Was aber funktioniert, ist Alternativen anzubieten. Genau. Zum Beispiel, bei mir ist das auch so ein Ding, ne, keine Ahnung, diese Hafermilchgeschichten oder sowas, ne, mir ist es total Latte. Nein, so war keine Absicht. Mir ist wirklich total Latte, ob das jetzt Kuhmilch oder Hafermilch ist. Ich schmecke da tatsächlich keinen großen Unterschied. Und halt auch, ne, wir haben ja über die Fleischersatzsachen, so Beyond Meat und keine Ahnung, schon gesprochen. Das ist auch so ein Ding. In einem Burger Patty oder sowas ist mir das mittlerweile auch eigentlich egal. Und dann habe ich das Gefühl, ja. So ja, also geschmacklich mache ich keine Abstriche. Und dann gehe ich natürlich auf das andere, auch wenn es ein bisschen teurer ist. Und dann, ne, dann funktioniert das auch. Und ich glaube, das ist auf lange Sicht betrachtet, ist das halt genau der Weg, wie du die Leute abholen kannst. Nämlich nicht, indem du sagst, so, du böses Menschlein, irgendwie dein Vergnügen an Fleisch oder sowas ist falsch. Du musst dich schlecht fühlen, wenn du mal dir so ein Rinderfilet gönnst oder sowas. Sondern man kann halt hingehen, so, ja, du kannst dein Rinderfilet essen, aber probier das mal hier. Und vielleicht schmeckt dir das irgendwie und dann verzichtest du nicht von jetzt an für alle Zeiten, ja. Sondern ne, du bereicherst am Ende sogar noch dein Leben, indem du neue Sachen hast und irgendwann stellst du vielleicht fest, ja, nee, ich mag das ehrlich gesagt auch gar nicht mehr. So ein dickes, fettes Stück Fleisch, das ist gar nicht. Man kann sich umgewöhnen, ja. Die Alternative muss man sich ein Stück weit erarbeiten. Also ich bin auch überhaupt kein Fan von diesem mit Fingern auf anderen Leuten auf andere Leute zeigen und jemanden verurteilen wegen irgendwas, dann versteh den Gedanken, dann musst du eigentlich im Prinzip die Gesamtbilanz offenlegen. Aber die Alternativen, das ist immer die Frage, kommen die von alleine? Oder aus was heraus entstehen die denn eigentlich? Und sich Elektroautos, es gab schon vor 100 Jahren Elektroautos. Es war ja nie jetzt eine technologische Hürde, die uns gefehlt hat, zu sagen, man geht auf Elektroautos. Sondern das war dann irgendwie so ein Hype fast schon, der so im Prinzip mit Tesla anfing und auf den dann alle aufgesprungen sind. Geht aber schon viel um die Akkus da, ne? Dass einfach Fortschritte in der Akkutechnologie das überhaupt das ermöglicht haben. Ja, aber genau, aber man hätte es, ich glaube, dass es auch immer eine Frage der Fokussierung ist. So ein Beispiel, was mir immer im Kopf rumfliegt, seit 30 Jahren oder so, ich habe irgendwann mal, ich weiß nicht genau, wann das war, lass es um die Jahrtausendwende gewesen sein, so eine Talkshow gesehen, da war irgend so ein Vorstandsmitglied von Mercedes-Benz und ich weiß den Kontext nicht mehr, mir ist nur dieser Satz irgendwie in Erinnerung geblieben, da sagte er so, ja, wenn wir jetzt Krieg hätten, dann hätten wir 10 Jahren serienreife Wasserstoffautos überall. So, und das klingelte mir so nach, weil das im Prinzip sagt, okay, Es ist gar nicht die Technologie, die fehlt, sondern es ist einfach die Motivation dahinter. Und ich glaube, so ist es mit vielen Sachen, dass man erst, wenn ein gewisser Druck da ist, entstehen überhaupt Alternativen. Und das muss vielleicht dann auch eine Zeit lang mal ein bisschen wehtun. Und dann entsteht sowas und dann kommt das irgendwann ins Rollen und wird wie so eine Lawine immer größer. Und dazu zählt zum Beispiel auch Veganismus oder Vegetarismus. Vegetarismus. wo du halt auch merkst, okay, es gab vor 20 Jahren
Gesundheit. Gesundheit. Überhaupt nicht diese Alternativen. Und die Regale in den Supermärkten werden immer größer, was es dort für Produkte gibt. Und es macht ja auch Spaß, die einfach mal auszuprobieren. Und da ist auch nicht alles geil. Und ich habe auch viele Sachen gegessen und gedacht, okay, das ist nichts für mich. Aber immer mal wieder findet man, was man, okay, das ist geil, das kommt jetzt in die Rotation rein. Und deswegen frage ich mich immer, okay, wie viel Gesundheit ist halt eben darauf zurückzuführen, dass es mal auch mal wehtut. Ja, du hast guter Punkt, finde ich. Es gibt aber hast du nicht das Gefühl, dass wir genau an dem Punkt jetzt sind? Also diese, ne, gerade was du sagst, dass Sachen ins Rollen gekommen sind, dass halt dafür auch notwendig ist, dass es ein bisschen wehtun muss und so. Ich glaube, wir sind halt wirklich jetzt an einem Punkt, wo Aktivismus auch durchaus mainstreamig geworden ist. Also die Gen Z, ne, die sich für Dinge interessiert und auch so zum Beispiel Work-Life-Balance-Themen irgendwie hat oder halt auch eine Klimaauswirkungen von Verhalten und so weiter und so weiter. Ich glaube, wir sind gerade an einem Punkt, wo das wirklich kippt und wo halt einfach die Überzeugung in der Breite der Gesellschaft angekommen ist. Und das ist exakt der Moment, wo dann natürlich dann Anbieter auch eine Chance sehen und einen Markt sehen und dann halt da drauf gehen und das dann machen. Und wenn das dann noch unterstützt wird durch dann politische Entscheidungen und ähnliche Geschichten, wie, keine Ahnung, Atomausstieg oder ne, dass wir keine fossilen Energieträger mehr verbrauchen wollen und so weiter, dass das halt dann sowas wie Wärmepumpen und den ganzen Kram dann halt wirklich anschubst und wir eigentlich an einem Punkt sind, wo man, wenn man mag, durchaus optimistisch langsam werden kann und ja, zwar erkennt, dass es echt Zeit wird, aber dass es definitiv Potenzial hat, jetzt auch in die richtige Richtung zu gehen und mich nicht über die unmittelbare Verzichtsdogmatismen im Sinne von du darfst nicht mehr und du musst und auf gar keinen Fall, sondern tatsächlich mit Alternativen und dann einfach mehr Leute abholen kann. Gibt übrigens ein sehr schönes Video von Kurz gesagt, das erst vor 5 Tagen oder so rausgekommen, deswegen erwähne ich das da, weil es genau um das Thema geht, wo auch es darum geht, man hat das Gefühl, man muss was machen, aber kann man auf globaler Ebene überhaupt irgendwas ändern als Einzelperson? Da wird dann auch aufgedröselt, wo überhaupt dieser Fingerzeig auf die kleinen Leute sozusagen herkam. Und das ist tatsächlich finanziert auch worden von großen Ölkonzernen und so. Diese Meinungsbildung, dass man selbst verantwortlich ist. CO2-Fußabdruckrechner. Es ist Bullshit. Ja, ja. Man ist, und das ist auch die Konklusion, dass wir nahezu nichts machen können, außer Druck. Und da sind wir genau bei dem Punkt. Das ist die Macht, die wir haben. Klar können wir alle irgendwie nicht mehr fahren oder dies und das, nicht mehr fliegen, nee, kein Fleisch mehr essen. Das kann man alles machen. Das hat auch im Kleinen ein bisschen, ne? Aber ich sag mal so, in diesem Video haben die echt brutal ehrlich die ganze Zeit eigentlich gesagt, na ja, also es ist ein bisschen was, aber es bringt eigentlich nichts. Was wir machen müssen, ist Druck und müssen den Leuten oder den Politikern klar machen, dass wir sie nicht mehr wählen, wenn sie diesen Lobbyismus auch weiter unterstützen und vor allen Dingen halt Dinge grundlegend ändern. Und da sind wir bei dir, dass die Geld investieren müssen in die Technologien, die uns retten. So, ansonsten, das wird nicht von alleine kommen. Der ist kein intrinsischer Wert für die Firmen, das zu entwickeln, wenn sie nicht subventioniert werden ohne Ende. Aber es ist auch halt einfach, also gerade was Klimawandel angeht, ist so crazy. Wir sind von Giga-Nostalgie, sind einfach in die schlimmste politische Diskussion. Und weißt du, woran das anfing mit deinem Veganer-Restaurant? Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich was Leckeres Veganes gegessen habe. Und dafür wollte ich von euch gelobt werden, aber na gut. Ja, ihr zieht lieber eine politische Diskussion vor, als mich zu loben. Nein, aber es ist halt ein globales Thema. Und wo habe ich, irgendjemand hat es gesagt, wenn Deutschland heute nicht existieren würde, würde der Klimawandel exakt genauso vonstatten gehen. Also es ist nicht so entscheidend tatsächlich, was wir hier in Deutschland machen. Das ist vielleicht fürs Gewissen oder als Vorbild oder so. Da ist aber dann auch die Frage, inwiefern Indien oder China uns als Vorbild nimmt. Und das ist einfach und das meinte ich auch mit Amerika, die geben halt einen großen Fick da drauf, auf gut Deutsch, ob wir jetzt hier im Starbucks mit einem Holzlöffel essen oder mit einem Plastiklöffel. Weil aber man kann sich auch nicht nur nach den USA ausrichten. Nach den USA, aber du musst halt gucken, wie kommt es halt insgesamt. Die Grenzen sind ja von uns imaginär. Die Erde interessiert sich ja nicht, ob die Grenze in Amerika oder in Indien ist. Aber irgendwer muss ja anfangen, irgendwer muss das ja Das meine ich ja gerade. Du musst halt gucken, ob du anfängst. Das bringt ja auch nur was, wenn jemand mitzieht. Wenn du einfach nur anfängst und du bist am Ende hier und alle sind hier stehen geblieben, ja, dann kannst du dir einen drauf abkeulen, dass du hier stehst, aber die Erde geht halt trotzdem unter. Aber da sehe ich Deutschland tatsächlich auch eher so in dieser Rolle von, also durchaus
in der Rolle des Ideengebers. Also, genau, ne, das meine ich halt. Aber deshalb meine ich, es ist halt auch ein politisches Thema, wo du gucken musst, es ist halt so komplex, wo du gucken musst, wie du das global anpacken musst. Natürlich muss dann Deutschland eine Vorreiterrolle einnehmen in der EU. Du musst ja erstmal überhaupt in der EU schaffen, was zu bewegen, bevor du es globaler denken kannst und so weiter. Und es ist so fucking komplex. Ich behaupte einfach mal, wir werden auch heute wieder mal nicht, obwohl wir es schon so viel versucht haben, den Klimawandel nicht in diesem Almost Daily. Warte mal ab. Lösen. Ich möchte eigentlich viel mehr wieder zurück. Ich weiß, es ist ein spannendes Thema, aber wir haben dich jetzt hier sitzen und du hast ja nun wirklich keine Ahnung von allen anderen Themen. Das stimmt. Wollen wir nicht lieber noch ein bisschen über Giga reden? Michael fragen, war irgendwas. ich komme auch gerne nochmal wieder. Ja. Also ich mag auf jeden Fall, dass wir da so ein bisschen von abkommen, weil was politische Themen angeht, ich lese natürlich auch Sachen und ich habe manchmal auch eine Meinung, aber ich halte mich dann so. Du hast so immer eine Meinung, Nils. Aber das ist halt. Schade, wenn. Nein, es gibt halt. Das Problem an Meinung ist so, alle haben eine Meinung und alle glauben, dass sie ihre Meinung zu jedem Zeitpunkt zu allem immer irgendwie sagen müssen. Ja. Und ich bin halt der Meinung, dass man auch mal, dass man statt Meinung vielleicht eher so sagen müsste, ich habe ein Gefühl. So, weil Meinung suggeriert immer, man hat sich mit irgendetwas sehr intensiv auseinandergesetzt und am Ende dieses Prozesses ist man zu einer Meinung gekommen. Ich glaube, eine Meinung kommt vielen Leuten zu schnell. Man hat eigentlich eher ein Gefühl zu etwas. Und wenn ich dann so in so Situationen komme, in denen ich, wo ich dann mein Gefühl zu etwas irgendwie erzähle, das ist, finde ich, immer sehr prekär. Ich höre dann eher lieber so zu und wenn ich im kleinen Kreis irgendwie mal mich über irgendwas echauffiere oder so, weil mir gerade danach ist, mich zu echauffieren. Die eine Sache, wenn ich aber öffentlich im Fernsehen irgendetwas vertrete, was vielleicht auch als VOD bis in alle Ewigkeit theoretisch irgendwie dazu führen könnte, dass irgendjemand der Meinung, oh, guck mal hier, der sagt das, oh ja, das übernehme ich jetzt mal. Das ist immer, finde ich, so ein bisschen heikel und ich bin in diesem Thema, fühle ich mich nicht so gefestigt. Weil wenn jetzt irgendein Ökonom kommt und mir sagt, ja, pass auf, aber die ganzen, ihr kauft euch Elektroautos, aber die ganzen Autos werden jetzt nach Afrika und nach Asien verschickt und das ändert, so, ich bin dann relativ schnell an dem Punkt, wo ich meine Meinung vielleicht ändere, weil irgendjemand Klügeres offensichtlich mehr weiß zu dem Thema. Und weißt du, was richtig schädlich ist? Straßen. Straßenbau ist fast schlimmer als Autobau. Weg mit den Strafen, da haben wir auch das Klimakleber. Ja, aber nein, du kannst die Autos kaufen, die fahren trotzdem auf den klimafeindlichen Straßen. Wir haben keine Alternative aktuell zu Teer. Genau, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist nämlich gar nicht wieder darüber zu reden, sondern einfach dazu sagen, dass ich auch der Grund, weshalb ich mich dann auch persönlich eher so zurückhalte bei so politischen Themen, ist oft so, dass ich irgendwie, das ist nicht meine Expertise und ich finde ich total positiv, auch im Sinne von, dass man nicht das Gefühl hat, dass an der eigenen Meinung soll die Welt genesen. Das finde ich so ganz schlimm in Diskussionen mit Menschen, wenn die so auftreten. Aber was ich, und tatsächlich auch von einem Vortrag von Sascha Lobo gestern, auch auf der OMR, der halt aufgefordert hat, Leute grundsätzlich mehr in Diskurs zu gehen. Und ich finde exakt so dieses Miteinander drüber reden. Und ich fand auch hier jetzt waren ja durchaus unterschiedliche Meinungen und auch unterschiedliche Dinge. Und wo ich dann auch im Nachgang dann irgendwie natürlich mir Dinge auch mit einfach übernehme oder auch meine Meinung anpasse, weil mich dann dein Argument bezüglich was auch immer überzeugt hat. Und ich glaube auch, dass das dann so, Meinung ist kein Endpunkt, sondern Meinung ist immer so eine Entwicklung. Also ich habe ganz viele Themen und das beschäftigt mich auch sehr und ich mag das total gerne, mit Menschen zu reden, die dann auch irgendwie clevere Sachen zu sagen haben und mir da selber dann eine neue, das Problem neuen ist ja, Aspekt dass, zu machen. Dass du oder? Das sozusagen, das ist ja eine Luxussituation, das, was wir hier ein Gespräch nennen, das findet ja im Internet in der Form nicht statt. Und das ist ja, wenn wir jetzt Twitter nehmen, wo du das alles, was wir hier gesagt haben, mit all seinen Differenzen und auch keiner von uns ist hier ein wirklicher Unzulänglichkeit. Keiner von uns ist ein Fachmann. Jeder hat mal was gelesen, was gehört und keiner hat letztendlich die Quelle 10-mal Fakt gecheckt und dann kommt, und das kennen wir ja auch von irgendwelchen Polit-Talkshows, da sitzt dann der von der Partei und der von der Partei und wenn du nur den hörst, der sagt, alles, was wir sagen, macht total Sinn, dann kommt der nächste, alles, was wir machen, sitzt total Sinn. Und du sitzt so dazwischen und denkst so, ja, also ganz ehrlich, das klingt plausibel, er hat aber alles widerlegt. Was mache ich denn jetzt? So, und da sind wir natürlich die Letzten, die hier die Weisheit mit Löffeln gegessen haben. Aber dieser Dialog, der kommt ja so in der Form leider auch gar nicht zustande, wenn du in 240 Zeichen gleichzeitig vor den Augen von irgendwelchen Leuten auch noch diskutierst, weil das verändert ja auch, das verändert ja den, ganz kurz, verändert ja den Diskurs auch. Also man redet ja, das kennt jeder,
wir kennen das, wir reden, wenn wir zu viert sind, ganz anders miteinander, als wenn 100.000 Leute zugucken, wie du es gerade gesagt hast, wo alle dabei sein können. Da könnte dein nächster Arbeitgeber oder Auftraggeber genauso dabei sein, wie irgendwie das Nazi-Arschloch, das nur darauf wartet, rauszufinden, wo du wohnst, bis hin zu irgendeinem Hater oder einem Fan oder die Ex-Freundin oder was auch immer. Du weißt es nicht. Und vor diesem Publikum führst du solche Gespräche. Das verändert den kompletten Diskurs natürlich. Muss es aber auch, weil du eine ganz andere Verantwortung hast. Weil, ja, wie gesagt, weil ja Leute, es kann ja durchaus sein, dass man sucht sich ja schon so Leuchtbilder, so Leuchttürme, auch in der Öffentlichkeit, wo du sagst, der Person vertraue ich grundsätzlich. Und wenn die irgendwas sagt, dann übernehme ich das vielleicht auch, weil ja die Person hat das gesagt und die hat vielleicht die Vorarbeit geleistet, sich schlau zu machen. Und das übernehme ich jetzt, weil wir übernehmen ja auch ganz viel einfach Sachen von Leuten. Das ist ja gar nicht möglich, auch an der Fülle von Informationen, mhm, sich, man kann nicht alles studieren. Ich kann nicht sagen, okay, pass auf, bevor ich meine Meinung jetzt dazu, jetzt studiere ich jetzt erstmal 10 Jahre noch und dann habe ich eine fundierte Meinung. Wir verkürzen das ja und gehen den Umweg über einzelne Menschen, denen wir dann zutrauen, okay, die hat das gemacht, die ist zu einem Endergebnis gekommen und das übernehme ich jetzt von ihr. Und diese Person kann ich nicht sein und ich will nicht, dass andere Leute zu diesen Themen meine Meinung übernehmen, weil die nicht fundiert ist, weil ich sie im Zweifel auch nur von anderen übernommen habe und deswegen kann man auch direkt zu diesen Menschen gehen und daher biete ich so ungern so politische Meinungen an, wo ich eben nicht das Gefühl habe, okay, Leute, ich will, dass ihr mir zuhört und ich will, dass ihr das hört und übernehmt, was ich sage. Ja, man, weil darf das nicht predigen auch, und gerade in der Politik nicht mehr. Es ist ja ein Meinungsaustausch. Ja, und das und da wollte ich nämlich, was du gerade sagst, Meinungsaustausch, was du gerade gesagt hast, und das ist nur ein Gefühl, was ich habe aufgrund so von einfach von Dingen, die ich so beobachtet und gesehen habe in den Medien, dass vielleicht ist es auch falsch, weil ich da auch wieder nur einen Ausschnitt sehe. Jetzt setze ich da schon so ein Disclaimer vor. Aber es ist mir, es scheint mir manchmal so, dass wir in den letzten Jahrzehnten unserer gesellschaftlichen Entwicklung genau das verloren haben, uns auch den Raum zu nehmen. Als Beispiel, das habe ich, glaube ich, irgendwo schon mal gebracht, schaut euch mal eine Präsidentschaftsdebatte an zwischen, es war ja, Kennedy und Nixon. Wie das war, ne? Früher. Und schaut euch dann mal eine Debatte an zwischen Donald, ja, Trump und Joe Biden als Beispiel oder Hillary Clinton. Klar, jetzt ist Donald Trump natürlich etwas Besonderes diesbezüglich in dieser Landschaft, aber grundsätzlich ist, glaube ich, relativ schnell zu erkennen, worauf ich hinaus will. Und es gibt auch Talkshows von früher, ich glaube, Johnny Carson oder so, wie hieß er, wo manchmal so Gespräche stattfinden, oder auch in Deutschland sicherlich, wo sich der Raum genommen wird und Leute mit unterschiedlichen Standpunkten miteinander diskutieren, ohne sich gegenseitig aufgrund ihres Standpunktes, mit dem sie in diese Diskussion gehen, schon mal zu verurteilen und eigentlich jeden Diskurs schon mal zumachen, weil es dann nur noch darum geht, dem anderen zu sagen, wie scheiße er ist, dass er diese Position überhaupt, dass er überhaupt mit dieser Position in diese Diskussion, ja, reingeht. Und ich glaube, da können wir uns, glaube ich, noch ein bisschen was von vergangenen Generationen, man ist ja immer sehr schnell, und so sind wir auch in die Sendung gegangen, dabei in die Vergangenheit zu gucken und zu sagen, ja, was hätte man besser machen können. Es gibt ja durchaus auch manchmal Dinge, die man vielleicht verliert, und dazu kann auch Diskussionskultur gehören. Wie gesagt, heute will man gar nicht mehr wirklich austauschen. Du hast das Gefühl, die andere Seite wartet jeweils nur noch auf diesen Gotcha-Moment, wo sie irgendwas haben, wo sie ihre Krallen so reinfahren können und daran dann den politischen Gegner zerrupfen können, so habe ich das Gefühl mittlerweile. Weil oft wollen die dasselbe, wie du gemeint hast, die wollen dasselbe, aber sagen, nee, das ist nur der einzig richtige Weg ist dies und der andere richtige Weg ist das. Und es würde wahrscheinlich 1000 andere Wege noch geben, da zusammenzukommen, aber weil die so in politische Lager aufgeteilt sind, geht das dann oft nicht. Und es ist auch die Verkürzung. Und ich meine, ja, vielleicht stelle ich da jetzt falsche Zusammenhänge her, aber so in der Beobachtung erscheint es mir manchmal so, dass wenn wir grundsätzlich beobachten, wie sehr wir uns verkürzen auf immer weniger Zeichen, du liest eine Überschrift und dann vielleicht noch den Header drunter, aber du klickst gar nicht mehr auf die Webseite des ganzen Artikels. Und jeder, der weiß, dass Überschriften schon bewusst so formuliert werden, dass sie die Leute anziehen, sie wollen ja gelesen werden, dann kannst du natürlich nicht den Kern dieser Information aus einer Überschrift ziehen. Aber man merkt das ja an allen. Wir haben ja auch in vergangenen Almost Daily schon drüber gesprochen, wie wir Medien konsumieren, dass wir auch immer, es muss schnell gehen, du bist sofort gelangweilt, ziehst dein Handy raus, weil du gar nicht mehr so Leerlauf ertragen kannst. Und das findet sich ja auch in Gesprächskulturen wieder, wenn du gar nicht mehr zuhören kannst, wenn du quasi gar nicht mehr ausreden lassen kannst und gar nicht mehr wirken lassen kannst, was der andere sagt. Weil du auch in diesen Bereichen diese unfassbare Verkürzung deines Konsums erfährst, dann kann das natürlich auch in einem Meinungsaustausch einfach nicht förderlich sein. Aber es ist das nicht exakt auch, oder nee, ich würde eher sagen, das ist für mich exakt der Grund, warum ich das Format jetzt gerade irgendwie ganz witzig finde. Ich meine, wir haben jetzt eine Stunde gequatscht über Sachen, die jetzt vielleicht nicht wirklich super fundiert waren, aber dass das so als
als das ist genau das Diskussions finde ich gut, aber auch als Diskussionsvorbild dann auch irgendwie mal ganz cool ist, dass sowas dann existiert, was nicht verkürzt wurde, wo nicht irgendwie alles gestreamlined wurde und irgendwie man sagt, okay, wir machen lieber nur mit 3 Teilnehmern, weil irgendwie, ne, dann gibt's weniger Redeanteile bei den Einzelnen, sondern, ne, dass einfach unterschiedliche Sachen sind, und dass das einfach wirklich nur als Format, nicht inhaltlich unbedingt und auch nicht von den Ergebnissen, aber in der Art und Weise, wie wir jetzt miteinander geredet haben, ausgeredet haben lassen und irgendwie unterschiedliche Meinungen da zusammengekommen sind und vielleicht am Ende wirklich sowas wie ein Endergebnis bei jedem Einzelnen haben. Und das oder was Problem ist nicht, aber wir sind halt keine Politiker. Ich gucke halt ganz gerne so. Ja, aber das meine ich damit, ne, unabhängig vom Inhalt, aber so die einfach die Form. Die Diskussionskultur. Das Gespräch, ja, genau. Aber die, also klar, das Ding ist halt, das ist das Schöne an Podcasts, dass man da so, deshalb mag ich ja Podcasts auch so, da so offen und frei und irgendwie so gesprochen wird. Aber ich gucke zum Beispiel, frag mich nicht warum, ich lasse das immer gerne beim Zocken oder so nebenbei laufen, so Polit-Talkshows, so Mai, Britt Illner und Lanz und so weiter. Und es ist halt einfach so krass, wie das da nicht der Fall ist. Sondern was ich halt immer so faszinierend finde, ist, die sind ja so in ihren Partei Bildern festgefahren, dass das sieht man eigentlich gerade. Genau, das meine ich ja. Deshalb gucke ich ja auch gerade hin und denke mir so, manchmal gibt es Sachen, wo ich mir denke, da hat der von den Grünen absolut recht, oder dann denke ich mir, manchmal hat der von der CDU einen absoluten Punkt, den ich nachvollziehen kann. Ich bin ja nicht in der Partei, ich kann mir ja sozusagen ein Bouquet sozusagen an Meinungen oder Ansichten in Sachen, da bin ich mehr bei ihm, in Sachen, da bin ich mehr bei dem und so weiter. Und mir kann ja keiner erzählen, dass eine Partei so genial ist, egal welche das ist, dass sie in allen gesellschaftlichen Fragen, vom Klimawandel bis zum Mindestlohn, von der Energieversorgung bis zum, weiß ich nicht, Immigrationsideen, immer die besten Antworten hat. In allen Punkten. In allen Punkten ist meine Partei deiner Partei überlegen. Egal welches Thema es ist. Das ist ja komplett irre. Den Anspruch hat Demokratie aber auch nicht. Nee, aber den Anspruch haben die Politiker, die in so eine Sendung gehen. Du siehst ja nicht einen Friedrich Merz oder du siehst ja nicht, was weiß ich, einen Habeck da sitzen, der sagt, ja, ich muss sagen, also da in Sachen Energie, wenn das euer Programm besser als unseres. Oder umgekehrt weiß ich nicht, was ich. Ja, Sie haben schon recht, so was die Integration angeht, da sind wir mehr, da habt ihr recht, da habt ihr schon recht. Also wenn Sie da draußen sich mehr für das Thema interessieren, sollten Sie CDU wählen. Das siehst du ja nicht. Ne? Sondern da wird ja nur gegengehalten. Und als Zuschauer sitzt man so da und denkt sich nur so. Ja, Leute, aber das ist doch, also es ist zwar unterhaltsam auf eine gewisse Art und Weise, weil man irgendwie Dopamin kriegt, wenn die sich da an die Gurgel gehen, aber so inhaltlich ist es doch, ja, es ist halt, aber gut, jetzt könnte man sagen, also ist halt Politik, du wählst halt das geringere Übel, es gibt keine Partei, die alles kann, du musst halt dich für irgendwas entscheiden und dann, so ist es halt, weil wir zu viele sind. Ja. Deswegen rette ich jetzt mal die Politik weltweit. Wie wäre es denn, wenn es keine Parteien mehr gäbe, sondern man nur noch fallgeleitet wählen würde? Experten. Du willst einfach, ist mir ja egal, was da am Ende bei rauskommt. Ich will gar nicht sagen, ich habe die Lösung, aber ich möchte nicht mehr eine Wundertüte, nur weil ich gerne eine Trillerpfeife habe und ich weiß, da ist aber eine Trillerpfeife drin, möchte ich die blöde Wundertüte mitnehmen. Das ist ein anderer Schrott. Ich möchte nur die Trillerpfeife kaufen oder möchte das kaufen und das kaufen, beziehungsweise dafür wählen. Ich möchte nur noch für, wie es auf der lokalen Ebene ja auch passiert. Wir haben bei uns eine Baustelle. Da war nix. Braune Bracke für vielleicht, weiß ich nicht, so Fußballfeld groß, kleiner, halbes Feld. Wie groß ist so ein Fußballfeld ungefähr? Deswegen, ich habe gerade überlegt, nee, ist viel zu groß. Also, was ich damit sagen will, ist, illegal haben sich da die ganzen Hundebesitzer versammelt und haben daraus einen Hundeplatz gemacht. Dürfen sie aber nicht. Und damit war das auch nicht abgesichert und so, wenn was passiert, bla bla bla. Und dann haben die eine Petition gemacht und alle Hundebesitzer, die halt da immer hingegangen sind, haben unterschrieben, bla bla bla. Und jetzt ist das ein Hundeplatz. Da hat Demokratie funktioniert, verdammt nochmal. Warum kann man das nicht, wenn das für die Hunde funktioniert, warum kann man das nicht in vielerlei Hinsicht machen? Für einzelne Elemente, ne? Sowas wie, ich höre jetzt auch gleich auf zu predigen, aber sowas wie einfach weniger, Vorsicht, Ede, weniger Autos, weniger Straßen, mehr Grünzonen, gerade in Berlin. Nein! In Berlin. I want to drive my truck! Du kannst ja gerne fahren, aber eben nicht nur noch auf jeder zweiten Straße. Und jede zweite Straße wird dann begrünt. So, ich würde gerne mal wissen, wenn das jedes Stadtteil für sich bestimmen könnte, was dann dabei rauskommt. Würde mich mal interessieren, weil die in diesem großen Kontext kannst du ja keine richtigen individuellen Entscheidungen wirklich treffen. Nicht mal für eine Stadt oder so. So, jetzt höre ich auf. Aber ich glaube, irgendwann kommen wir dahin. Dass das irgendwie
nur noch Einzelparteien gibt, die für eine Sache sind. Ich dachte, du wolltest darauf hinaus, dass es nur noch so Kompetenzgebiete gibt, die man wählt. Dass man zum Beispiel so, dass du nicht mehr sagst, schön, wenn. Du wählst eine Regierung und die bildet dann also die bildet eine Koalition aus, whatever, oder sie regiert allein und dann werden die Ministerien alle besetzt nach vermutlich weniger nach Kompetenz, sondern mehr nach Geklüngel. Ja, Parteizugehörigkeit. So, und aber wenn du sagst, okay, pass auf, du wählst jetzt einzelne Ministerien und ja, du kannst jetzt Leute können sich auf ein Kompetenzgebiet bewerben und dann wird gewählt und dann wird gesagt, ey, pass auf, okay, Kompetenzgebiet Umwelt, haben wir jetzt diese Leute hier, okay, die scheinen mir. Und so ist es ja, du wählst eine Partei und die Partei entscheidet ja dann im Prinzip, wer auf diese Kompetenzgebiete raufgeht. Und dann meist ja auch, soweit ich Politik verstehe, nach der Wahl, in einem Regelfall wird das Kabinett ja erst gebildet, sodass du ja dann, wie du sagst, du weißt nicht genau, wer hat jetzt was und dann gibst du. Und deswegen. Ich dachte, darauf wolltest du hinaus. Ja, naja, im Grunde ist es das nur, ich habe jetzt halt nicht an Ministerien gedacht, aber ja, theoretisch könnte man auch die Köpfe der Ministerien einzeln wählen, aber auch da wäre es mir schon wieder zu viel, ein Kopf mit zu vielen Entscheidungsfeldern. Ich hätte gerne meine Wahl einmal im Jahr sehe so aus, dass ich so 100 Multiple-Choice-Dinger habe. Guck mal, wenn du heute dich für ein Dating-Profil anmeldest, dann machst du mehr Individualismus, als wenn ich wähle. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Lasst mich doch einfach 100 oder wenn ich will 1000 verschiedene Multiple-Choice-Sachen auswählen und dann wisst ihr ganz genau, lieber Staat, wie ich Bock hab, wie ich wählen würde. Darf ich mal eine in Frage welchem stellen? Regenbogen meine politische Meinung ist. Und jeder hat dann wie die DNA einen anderen Regenbogen. Aber am Ende zählen nur die einzelnen Punkte, wie beim Beef, die in die Röhre reinkommen. Und dann weißt du halt, ne, welcher Schritt gewählt wird. Simon, klingt ein bisschen dumm, nee, weil ich auch infantil damit umgehe, aber ich halte das für die genialste Lösung der Welt. Ich würde gerne mal in dem Punkt wissen, wo würdest du mich wählen? In welchem, was dürfte ich bestimmen? Ich will ja keine Personen wählen. Ich will ja eine aber ich, ich würde mich als ein Experte anbieten. Ja, aber für was? Wofür? Ja, das. Okay, für Eintracht Frankfurt würde ich dich wählen. Oder für Rants. Quake? Na, also aber da gibt es halt auch wieder bessere, ne? Ich kenne keinen besseren. Gut, Nils, jetzt schon mal ehrlich. Also ja, ich wäre Eintracht-Quake-Minister. Ja. Okay, gut, kannst du haben. Es ist so traurig, dass das das Einzige ist, was ich von euch kriege, aber ich nehme es. Ich nehme es trotzdem. Ja, du kannst sicher auch. Ich weiß, du hast sehr viele Kappen zum Beispiel. Du kannst irgendwie Fashion-Minister. Okay, Fashion-Cup, aber auch nur im Kappenbereich. Du musst dafür sorgen, dass die Kappen in Zukunft zu 50% ökofreundlicher hergestellt werden. Kriege ich hin. Kein Schirm mehr. Da arbeite ich mit Finn Kliman zusammen. Ja, muss die E-Mails immer schön schreddern, ne? Genau, die E-Mails schreddern. Oh, gute Idee für eine App, ein E-Mail-Schredder. Gibt sowas. Also Löschbutton. Dann muss ich erstmal ausdrucken, warten Sie. Ja. Frau Sekretärin, drücken Sie schnell die E-Mails aus, und dann Sie schreddern. Ja? Ja. Ja, und dann vernichten Sie sie bitte. Ey, was ich immer. Das passt jetzt nicht hier rein, aber immer, es ist. Nee, aber wann immer irgendwo Diktaturen irgendwas fallen oder irgendwo eine Regierung sich ändert, dann verbrennen die ja immer der Sage nach tagelang die ganzen Akten und so. Und ich frage mich, wenn du Scheiße baust, warum legst du darüber noch Akten an? Weil das aus. Nee, aber das ist lustig. Ich habe da nämlich. Ich bin an einem Truck, wir sind mit dem Taxi vorbeigefahren an einem Truck und das war ein Shredder-Truck. Der war, also da war, die wäre, ich weiß es deshalb, weil die. Die auch in New York, was? Ich hab's nicht erkannt. Turtles, Shredder. Ach so. Ninja. Ja. Nee, aber da war die Werbung an der Seite und das war ein professionelles Unternehmen für Aktenvernichtung. Und dann haben wir das gesehen und haben da noch im Auto drüber diskutiert, dass das in unserem Zeitalter ja eigentlich völlig eine aussterbende Firma ist. Und dann sind wir darüber nämlich auf das Thema gekommen, dass es halt noch so viele Akten von früher und Dokumente gibt, die nicht digitalisiert sind. Ja. Unzählige in Büros, in Anwaltskanzleien, in weiß ich nicht was. Und das ist das Einzige, was die halt noch am Leben hält, sind halt diese ganzen alten Akten und nicht vernichteten Sachen, dass es halt damals nicht so leicht war, einfach Sachen loszuwerden. Heutzutage löschst du die E-Mail, dann ist sie halt weg. Und damals hattest du aber halt irgendwie, weiß ich nicht, so ein Pamphlet mit verdächtigen Sachen, was Clinton in seinem Urlaub alles gemacht hat. Und dann musst du. Es gibt auch heute noch jede Menge neue Akten, die vernichtet werden. Ja. Bei uns in der Firma ist das ja zum Beispiel auch so. Also wir haben exakt sowas, so einen Service, der irgendwie, glaube ich, einmal im Quartal oder sowas kommt und in verschiedenen Büros, wie in der Buchhaltung oder bei den Anwälten oder sowas, gibt es Boxen, die abgeschlossen sind mit einem Schlitz, wo du Sachen reinmachst und die werden dann quasi datenschutzkonform, werden die dann halt vernichtet. Und das sind so Sachen,
aller mögliche Kram. Es gibt ja so viele Sachen, die noch per Fax zugestellt werden müssen oder ne, wo du dann irgendwelche Schreiben dann in Briefform haben musst oder Anmeldesachen und so weiter und so weiter. Also das, ich glaube, die Branche noch ein paar Jahre. Noch nicht, aber noch nicht es ist absehbar. Aber wenn ich, also wenn ich illegal schmeiß manchmal Akten. Mein Müll einfach auch dazu, dann wird auch ja, nicht, find ich dann Wurstbrote und, genau. Und Bananenschalen. Also wenn ich an Aktengeheimnisse kommen will, muss ich nur so einen Aktenvernichtungsservice aufmachen. Genau, du machst dann auch jemand kontrolliert Kretschmer, Akten. 555 Akte. Ja. Rufen Sie Simon Kretschmer, ich kümmere mich um Ihre Bitcoin-Passwörter. Genau, ich vernichte sie. Hinter den Schlitz, wo die Dinger reinkommen, machst du direkt so einen Scanner. Das heißt, alles, was reingehört, wird gescannt. Wie die Bankautomaten, wenn die so eine Falle eingebaut haben, dass du quasi doppelt scannst. Genau, und dann ist da so ein Bankautomat davor. Was eine geniale Idee ist, da muss ich sagen, dann hast du mein Geld auch verdient, wenn du dir solche Arbeit machst und dann einen Fake-Bankautomat vor den Automaten stellst, Respekt, dann hast du es fast verdient. Ja. Ich stelle mir das so lustig vor, wie der Moment, wo die das anbringen. Also es muss ja irgendwann, müssen die ja diesen Fake-Bankautomaten über den normalen Bankautomaten anbringen, dass die, da müssen die doch kichern, während die das machen. Aber es ist nicht meistens nur so der Schlitz, wo du das reinsteckst? Ich habe mal so ein Video gesehen, so ganze wo das so ein, wirklich diese damit ganze halt Armatur, auffällt. Genau. Ja. Es ist echt schon interessant, wie viel Kreativität, fast schon Genialität in Kriminalität fließt. Absolut. Weil alles so Leute, und das ist, ich glaube, es ist wie so bei einem Rollenspiel, werden so Charaktere ausgewürfelt werden. Und dann musst du so, gibt's so zwei Werte. Das eine ist so Kreativität und das andere ist wirklich Skrupellosigkeit. Und wenn die bei beiden durch Zufall mega hoch sind, dann kriegst du so geniale Verbrecher. Und das, ich kenne so auch so ein, zwei Leute aus so einem privaten Umfeld, die jetzt nicht Probleme mit dem Gesetz bekommen, aber die immer wieder so. Kenne ich auch. Ne? Ja, vielleicht dieselben Leute, wo du genau weißt, okay, das ist so, auf der einen Seite so smart, aber du nutzt deine Kreativität und deine Intelligenz dafür wirklich das Gesetz sozusagen auszuhebeln. Du könntest damit ja auch was anderes machen. Du hast halt eine 10 auf skrupellos gewürfelt. Du musst es jetzt so machen. Aber das ist ja eh so, wenn man irgendwann, wenn man lügt zum Beispiel, wie was man für einen Aufwand betreibt, um die Lüge zu vertuschen. Oder ich gebe es jetzt mal zu, ich war, vielleicht habe ich es nicht mitgekriegt, ich war in Amerika, und ich wollte Fußball gucken und natürlich wegen Geosperre ging das nicht. Und dann habe ich versucht, einen illegalen Fußballstream, ich zahle ja dafür, also es ist eigentlich nicht wirklich illegal, habe ich einen illegalen Fußballstream versucht zu finden. Und es hat die gesamte Zeit des Fußballspiels gedauert, diesen funktionsfähigen Link zu finden, weil das halt in Amerika mit anderer IP und weiß ich wie, hat alles nicht geklappt. Und das hat mir nur gezeigt, wie bereit ich bin, wie viel kriminelle Energie man plötzlich entwickelt, wenn man bereit ist, ich hätte auch noch mal einfach diese 10 Dollar oder so zahlen können, aber für Pay-Per-View. Aber ja, das ist die kriminelle Energie, da steckt eine unheimliche Kraft da drin. Macht ja auch Spaß. Ja. Ja, damit davon zu kommen, das gibt definitiv so einen kleinen Dopamin-Rush. Apropos davon kommen. Oh, das ist schön. Überleitung. Das ist eine tolle Überleitung. Michael, es war sehr schön, dass du mal wieder hier warst, dass es so spontan geklappt hat. Danke an der Stelle, dass wir Colin, der sehr traurig war, dass er nicht hier sitzen durfte. Also Habe ich dem Colin jetzt den Platz weggenommen? Ja. Ich musste ihn lange überreden. Es hat viel Zeit und Aufwand gekostet, ihn davon zu überzeugen, dass er jetzt schon nach Hause fahren kann. Er richtet ganz schön Grüße aus und es war sehr schön. Du bist immer herzlich eingeladen. Du musst nicht immer nur bis OMR warten. Du kannst auch sonst immer nach Hamburg kommen. Wir freuen uns immer, dich zu sehen. Kannst auch nach Berlin kommen. Ah, okay. Aber Hauptsache Hamburg. Ich habe das jetzt auf Tape, das sind Einladungen. Das ist justiziabel. Ich kann mich darauf berufen. Also. Sehr gerne. Das ist ja exakt das. Das macht halt auch immer wieder Bock. Und ja, ich freue mich ja tatsächlich wirklich, euch dann irgendwie mal zu sehen, weil da sind wir wieder bei dem Thema. So 8 Stunden jeden Tag über mehrere Jahre in einem fensterlosen Raum miteinander zu verbringen, hat nicht nur negative Seiten. Genossen, ja. Ist gut, genau. gut noch ja, die Kurve. Ja, gelegt, ja. Also man lernt Menschen kennen. Ja. Und ja, deswegen. Also es macht wie nach Hause kommen. So ein bisschen schon. Ja. Ist doch schön. Ja, das war's mit Almost Daily. Bitte schreibt uns auf keinen Fall eure Meinung zu den politischen Themen in die Kommentare, die wir hier behandelt haben. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Dann wieder mal in fresher Besetzung. Ohne mich dann aber. Du bist weg? Ja. Okay, dann nächste Woche. Dann übernehme ich deinen Platz. Fuck.
Okay, dann holen wir Carsten Konze und ja, ne, warum nicht? Alles klar, mal gucken. Also auf jeden Fall, dann nächste Woche gibt es trotzdem eine Folge Almost Daily. Tschüss. Tschüss.